Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zum dritten Part unserer CitizenCon-Themenwoche und heute geht es um das Thema Mastermodes, um ja, PvP, um Flugmodel und um alles, was in diese Richtung geht. Und wir haben zwei sehr spannende Gäste, eigentlich sogar drei, nämlich einmal den Vincent Starlord aus unserer Orga, unseren PvP-Chef quasi, und zwei weitere, die ihr gleich noch kennenlernen werdet, nämlich zwei richtige PvP-Profis aus der ja, deutschen Star Citizen Community. Der eine ist sogar Top 20 von allen, glaube ich. Und gegen den werden wir auch gleich ein bisschen kämpfen. Und er zeigt uns einige Tricks und Kniffe. Und ihr seht auch gleich ein paar, ja, gewissermaßen Schwächen vom aktuellen Flugmodel und warum eben auch diese Master Modes so wichtig werden in der Zukunft. Also viel Spaß und let's go. Na, so, alles klar? Jawohl. Ich habe erfolgreich den Gunrush durchgespielt. Schon gesehen, ihr habt euch ein bisschen eingestimmt im FPS. Sehr gut. Ja, ich habe ein bisschen geübt. Ah, hier habe ich auch vorhin so eine Frage. Genau. Welche soll ich denn annehmen? Meine. Die anderen sind nicht von euch, ne? Nein. Ich steuere das alles über eine Party. Okay. Dann werden wir erstmal, bevor wir es hier loslegen, mal kurz einmal ausholen. Sag kurz, wer du bist, was du machst und was wir jetzt vorhaben. Ja, ich bin der Vincent Starlord, im Twitch bekannt als Meet So Magic und ich bin in der Starhide Federation, in unserer Orga, für den Bereich PvP zuständig, ja, und biete halt bei uns auf dem Discord einmal die Woche aktuell, ich persönlich, am Freitag immer Anfängertrainings an für Leute, die halt Interesse haben an PvP oder mal reinschnuppern wollen oder auch an Casual-Spieler, die sich einfach nur mal verteidigen wollen. Ja, mhm. Die wissen wollen, wie kann ich das machen? Was gibt's da überhaupt für Techniken? Was gibt's da für Möglichkeiten? Ne? Also was bietet das Spiel? Und bin begeistert vom Thema PvP in Star Citizen, von FPS eher weniger, also höchstens im Arena Commander, da ist es ganz geil, im Verse nicht so besonders, wenn man natürlich gerne sonst PvP spielt in anderen Spielen. Ja. Aber im Schiffskampf umso mehr. Ja, also Wahnsinn, was da geht. Und das wollte ich mal allen heute ein bisschen näher bringen, mit dir zusammen. Und wollte heute mit dir ganz gemütlich in den Talk reingehen, weil die CitizenCon ansteht am Wochenende. Ja, ich mach's gerade mal hier auf. Wir haben nämlich hier das Panel. Ja. Und das Panel heißt, wo ist es denn hin? Das Panel war... Lunchbreak. Lunchbreak, nee, das war's nicht. wo ist denn das mit den Master Modes? Taking Flight. Taking Flight, war's das? Genau, Flight Experience, exploring independent improvements for every aspect of the space, atmospheric traversal, combat and interaction. Genau. Also Stichwort Master Modes, Stichwort neues Flugmodel, Stichwort auch durchaus eine Menge Kampf. Mhm. Das ist heute die eine Hälfte von unserem Panel quasi. Und du hast auch was vorbereitet, ne? Richtig, und zwar, ich habe zwei Fighter eingeladen, PvP-Spieler, zu denen ich persönlich aufsehe. Einer davon hat mir das Fliegen beigebracht. Mhm. Der andere ist ein guter Freund von ihm und auch einer, der bekannt ist in der Szene. Es sind einmal Itetsu von der Dolus-Orga, mhm, und einmal Sedox von der Ampex. Mhm. Auch zwei gegensätzliche Pole, kann man sagen. Ne? Der eine Piraterie, der andere mehr wird angeheuert, ne? Also ein wie sagt man, mir fällt das Wort nicht ein. Söldner? Ein Söldner, genau, ein Söldner und Security Orga. Auch ganz geniales Gameplay, ganz cool. Ich fand das ultra spannend, die beiden kennenzulernen, die Orgas kennenzulernen, mit den Leuten in der Orga zu tun zu haben. Die beiden sind für mich persönlich, also was ich persönlich kenne, im deutschsprachigen Raum so top of the top, was ich einschätzen kann. Also das heißt, wenn ich die beiden besiegen würde, wäre ich top of the top of the top. Ja, dann wärst du der Grandmaster in Star Wars Watch, Star Citizen Watch. Ne? Das schaffe ich glaube ich nicht, aber ja. Wir werden sehen. Gut, das Spiel spielt manchmal Spielchen, aber ich habe gedacht, wir leiten das Ganze doch mal ein bisschen spielerisch ein, ja, weil die Zuschauer, die sollen doch Spaß an der ganzen Sache haben, ne? Die Leute im Chat. Und deswegen fangen wir einfach mal an mit so einer kleinen Vorführung. Was kann man denn überhaupt im PvP alles machen, wenn man genug übt, wenn man genug Erfahrung hat, wenn man sich mit den Mechaniken auskennt im Spiel? Ja? Mhm. Und der Itetsu war so cool drauf, dass er sich bereit erklärt, mit euch zusammen, also mit dir und deinen Mods, einen Showkampf zu machen.
Ja? Ja. Und da bauen wir auch die Spannung schön auf. Ja, wir fangen an mit einem 1 gegen 1, du Knebel gegen Itetsu. Mhm. Wir fangen dann weiter, wir machen dann weiter mit einem 2 gegen 1, also du und jemand anders gegen Itetsu. Dann gehen wir weiter in ein 4 gegen 1, du und drei andere gegen Itetsu und enden das ganze Spiel in einem 6 gegen 1. Also du plus 5 andere gegen Itetsu. Okay. Also es soll ein Massaker sein, er soll sich richtig freuen, er soll richtig schön auf die Fresse bekommen. Ich hoffe, er kriegt irgendwas ab. Hat er verdient, so oft wie ich gestorben bin vor seiner Flinte. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Da müssen wir aber mal fragen, welche Mods sind denn da? Welche wollen sich noch anschließen oder hast du das schon abgesprochen? Ja, es hatten sich ein paar gemeldet. Wir haben okay. Den Brokerlips, den Eurofighter, den Kaltal und den No-Brain schon mal. Der Silver wollte auch kommen, ich sehe den aber nirgendwo. Deswegen habe ich auch schon nochmal einen Puffer mit dabei. Wenn der Silver nicht da ist, würde ich dann noch den Kübel mit dazu nehmen. Okay, dann schauen wir dann einfach mal. Ja. Wir haben hier einfach das im mal... Arena Commander wahrscheinlich, wegen der Performance auch. Ganz genau. Und zwar machen wir es so, es sind einige von den beiden Orgas dabei, dass wir einfach die Lobby komplett füllen. Mhm. Ja. Dass keine anderen reinkommen quasi. Ich sehe gerade eine Frage von Dunkler Aura. Nee, das werde ich in der Zeit nicht schaffen, zu erklären, was ist Pre-Nosing. Also wir machen jetzt heute keine Schulung, Dunkler Aura. Aber da seid ihr jederzeit eingeladen, in die Trainings reinzukommen von der Starheart Federation. Da kriegt ihr auf jeden Fall alles ordentlich beigebracht. Ja? Genau, kommt in die Orga, kommt jetzt in die kommt einfach genau. In die Orga rein, macht da gerne mit beim PvP-Training, einfach beim Vincent Starlord melden und dann soll es auch klappen. Genau, ich lade jetzt schon mal die Bots auch in die Gruppe ein. Machen wir Master Modes, Arena Commander oder normal? Ganz normal, ganz normal. Ach, wie schade. Na gut. Genau. Aber gut, die Master Modes sind noch nicht wirklich gebalanced. Das ist ja alles noch ein bisschen in der Schwebe, wie es dann am Ende bleibt, wisst man noch gar nicht, ne? Genau. Den Kübel lade ich auch gleich mal ein. Dass der auch schon mal mit drin ist. Wir werden auch, Angel of War, wir werden auch ein paar Wetten machen einfach in den jeweiligen Matches. Da können die Zuschauer ein paar Kanalpunkte verlieren oder gewinnen. Und der ISW fragt, wie oft die Trainings sind. Also ich versuche wirklich jede Woche eins zu machen. Ich habe mittlerweile seit kurzer Zeit auch einen Co-Trainer, den Slicer, der mit bei den Jungs dabei ist, die bei mir den Trainings mitgemacht haben. Mhm. Und der macht das sehr unsporadisch. Also er macht es mal am Mittwoch, mal auch am Freitag, wenn ich nicht kann zum Beispiel, dann übernimmt er das. Er selber studiert, deswegen hat er auch nicht immer wieder Zeit. Mhm. Aber er deckt auch während der Woche dann auch immer wieder mal Tage ab. Was wir eingeführt haben, was jetzt seit 2 Wochen läuft, ist, dass wir jeden Sonntag ein Free Fight haben. Das heißt, einfach zusammentreffen im Arena Commander und uns gegenseitig kloppen. Dass wir einfach üben und besser werden. Also ihr seht, das ist gar nicht mal so selten. Ne? Der Eurofighter müsste noch annehmen. So, und wir machen das also jetzt so, wir machen erst ein paar Showkämpfe, zeigen ein bisschen was und danach reden wir dann aber auch noch über diese Dinge von den Panels. Das ist so, das ist so der Plan jetzt, dass ihr Bescheid wisst. Oh ja, da, also da freue ich mich auch riesig drauf. Das wird super. Ja, das wird auf jeden Fall super, glaube ich, ja. Man darf auch nicht vergessen, PvP ist ja letztendlich auch nichts anderes als PvE, nur dass man halt gegen Spieler kämpft. Wenn die Flug-KI von Star Citizen besser wird, dann würde sich hoffentlich auch immer mehr anfühlen wie ein ordentlicher Gegner. Und dann ist es am Ende vielleicht sogar egal, ob du gegen einen Spieler kämpfst oder gegen einen NPC. Sondern halt einfach einen herausfordernden Gegner hast, ne? Crispinius, wir sind auf dem Live, das weißt du, ne? Weil du bist bei mir offline. Ist er bei dir online? Sehe ich das falsch? Nö, offline. Er hat sich in der Haustür geirrt. Wahrscheinlich. den Brokerlips habe ich, den Crispinius noch nicht, den Euro haben wir eingeladen, der ist immer noch nicht in der Party. Nochmal ein Invite. Dann haben wir den Kaltal, der ist drinne. Dann haben wir den No-Brain. Oh, No-Brain, schickt mir doch bitte noch einen Friend-Request, bist du so nett. Dankeschön. Perfekt. Egal ob mit Joystick oder Maus und Tastatur, also ich glaube, der Vincent spielt selber mit Maus und Tastatur. Genau. Also da soll jeder sein Eingabegerät der Wahl finden. Es gibt sicher hier und da Vor- und Nachteile, aber die Erfahrung macht, glaube ich, das meiste aus. Und definitiv. Und langfristig werden sie sowieso die Eingabegeräte noch besser balancen, das haben sie auch gesagt.
Ein Beispiel ist das Treecording, also dass man quasi, ja, einfach gesagt, mehrere Achsen gleichzeitig mit vollem Schub fliegen kann. Das wird noch entfernt. Ein Beispiel. Schauen wir uns das nachher nochmal genau an. Genau. Quatschen wir auf jeden Fall drüber. Wir haben die Party voll, 16 Leute. Das heißt, der Euro ist jetzt raus. Ne? Der ist heute der Hoeker. Und wir gehen in Arena Commander. In den Free Flight. Free Flight. Genau, ja. Zieh uns mal einfach mit. Zieh auch mit mal rein. Den Itetsu zu uns runter. Ja. Der dann auch den Kampf mit euch führt. Ich gehe mal davon aus, nur leichte Jäger, keine Raketen, sondern normal quasi. Ganz genau, genau. Ja. Nehmt euch Repeater, nehmt euch leichte Jäger, also Lightfighter und keine Raketen. Ja, lassen wir es so fair wie möglich sein. Itetsu, ich zieh dich mal runter. Dankeschön, der ist mein Schirm. Nabend. Und Hallöchen, Itetsu. Nabend, hallo. So, du wirst heute fünfmal in Folge gegen uns verlieren. Das ist mein großes Ziel, ja. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir freuen uns. Der Vincent hat schon dich hoch gelobt. Ja, ich hoffe nicht zu hoch. Ja. Doch. Nein, alles gut. Ich werde erstmal ganz kurz mein Schiff konfigurieren. Dankeschön, Rockback Thunder, für einen Verschenk sogar an den Itetsu. Wisst ihr, kriegst du sogar noch ein Geschenk hier. Ich nehme natürlich die Repeater. Vielleicht mal zu meiner persönlichen PvP-Erfahrung, für auch die Zuschauer vor allem. Ich selber spiele in Star Citizen eher kein PvP. Hat einen ganz simplen Grund. Der Grund lautet, es ist mir zu verbuggt und die Desyncs sind mir zu hoch. Und ich spiele nur dann PvP, wenn es wirklich, ja, technisch möglichst perfekt ist und auch gut gebalanced ist, sage ich jetzt mal. Ich spiele aber andere Spiele im PvP. Ich habe früher sehr, sehr viel Warcraft 3 gespielt, One-on-Ones. Da war ich noch sehr, sehr klein. ich habe ein bisschen Counter-Strike, aber das ist eher weniger. Und ich habe vor allem Overwatch gespielt. Also ich bin eher so im Bereich FPS-Shooter ganz gut dabei. Da war ich auch Master in Overwatch 1 zumindest. Das ist schon relativ hoch tatsächlich. Das ist die zweithöchste Riege da. Da gibt es dann nur noch Grandmaster, was dann darüber kommt. Aber auch da eigentlich vor allem eher so Richtung Support. also es kommt bei mir so ein bisschen immer aufs Spiel drauf an. Also ich selber bin eigentlich schon Fan auch von PvP, wenn es gut gemacht ist. Und mal gucken, wie wir uns das hier anstellen. Mercy Main. Nee, Mercy spiele ich gar nicht. Gar nicht. So, also ich will nur sagen, ich habe auch hier und da meine PvP-Erfahrung, die aber natürlich in Star Citizen sich schon ein bisschen begrenzt, weil ich einfach in Star Citizen jetzt nicht so viel PvP mache. Das wisst ihr ja. Vielleicht kann der Itetsu mal vorab einen Tipp geben, der für dich selber gilt im PvP. Also wo sagst du, auch gerade für Neulinge, was ist das Wichtigste, worauf man achten sollte? Oh, das sind leider so viele. Also ich finde, in Star Citizen hat einen extrem großen, eine riesengroße Skill-Ladder, die man immer weiter hochklimmen kann. Mhm. Und man muss leider so eine Art Grundlagen muss man haben. Man sollte mal ein bisschen schauen, sowas, dass das nicht nur über den Pitch und Yaw, also die rechte Seite halt quasi, was man mit der Maus macht oder mit dem rechten Stick macht, sondern dass es auch viel über den Strafe und simple Fassrollen, wie der Pip genau funktioniert. Also so wie Vincent quasi auch das Einsteigertraining macht, ich glaube, das ist eigentlich Ein Tipp gibt es nicht. Man sollte so ein Einsteigertraining, wie es halt der Vincent halt einfach macht, sollte man einfach machen. Ja. Anders wird man keinen Fuß fassen im Bereich Dogfight PvP. Aber würdest du sagen, dass Aiming wichtig ist, oder würdest du sagen, dass es eher darauf ankommt, in den richtigen Momenten zu straven und eben so richtig zu fliegen? Also was hat da mehr Prio? Also ich würde sagen, 90% der PvP-Spieler würden genau das sagen, dass das Aim der Vorteil hat. Für mich selber nein. Ich bin einer der wenigen sowas, die hauptsächlich alles über den Strafe halt regeln. Mhm. Also es gibt verschiedene Stile das. Also für mich heißt, ich meine Aim zum Beispiel nicht wirklich gut und deshalb mache ich alles über den Strafe und über Manöver. Aber wenn man schon mal Aim, grundlegendes Aim hat, dass man einfach trifft, das ist ja schon mal halbe Miete. Ja. Ja, ich bin da auch so. Also ich selber bin im Aiming auch jetzt nicht so besonders gut. Gerade weil die Star Citizen-Schiffe ja eh so ein bisschen matschiges Aiming haben. Und bin auch eher so der Straver und Beweger. Vollkommen legitim. Wenn man erstmal nicht getroffen wird oder so, ist es ja schon mal schön und sowas, weil dann kann man schon mal nicht verlieren. Ja, eben. Ne? Also das muss man auch sagen.
Ich spiele auch, das ist auch ein Grund, warum ich gerne Gimbal-Modus spiele. Weil da muss ich mich nicht so aufs Aim konzentrieren. Da kann ich mal ein bisschen daneben halten und kann aber besser fliegen dabei. Ja. Er ist auf jeden Fall im Stream einfacher. Also Auto-Gimbal ist eigentlich eher rotzig, was das Aiming angeht, muss man sagen, wenn man jetzt vergleicht mit dem selber Aim. Ne? Mhm. Aber wenn du im Stream bist, klar, das Praktischste, was du machen kannst. Ne? Ja, na klar, ich gucke dann in den Chat und schieße dabei. Das ist ganz angenehm. Und man kann ja auch den manuellen Modus wählen und dann mit der Maus aimen. Und das kann ich wiederum relativ gut. Du musst sowieso irgendwann mal umstellen auf das Tanzbett, was der Jürgen dir gekauft hat. Ne? Ja, ja. Ich hole mir noch Bongos, dann trommel ich hier den ganzen Abend. Haben wir auch ein bisschen Musik drin. Der Crispinius müsste noch ready abmachen und der Dealer 6, bitte. Der Dealer 6 ist der Einzige, der noch fehlt, genau. Ganz ja, wichtig nochmal an die Teilnehmer jetzt im Kampf, bitte nur zum Wissen, wer jetzt nicht aktiv am Kampf teilnimmt und sich gerade nicht bewegt, bitte geht einfach auf den Automodus, ja, dass ihr einfach losfliegt und geht auf die geringste Geschwindigkeit. Gut, das muss ich jetzt den meisten hier nicht erklären. Dass wir einfach nicht rausfliegen. Kann sich auch irgendwo hinstellen. Nee, wenn du dich nicht bewegst, fliegst du halt raus an einer gewissen Zeit. Ne? Und wenn du einfach den C drückst und einfach automatisch fliegst im Automodus, dann passiert auch gar nichts. Dann kannst du auch die Maus weglassen. Also C drücken und ganz runter scrollen. Alt C neuerdings, ne? Haben sie ja geändert. Ja, stimmt. Ja, ich hab's automatisch geändert. Kannst reinjoinen, ne? Sind jetzt, glaube ich, alle ready. Jawohl. Dann let's go. Oh, bitte lass es eine vernünftige Map sein. Dass man im Freeflight, im AC, nach diesem Update, natürlich Dying Star, schlimmste Map ever. Oh nein, die leckt wie scheiße. Ja. Dann gehen wir nochmal consecutive raus, oder? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir raus? Wollen wir die beibehalten? Wir können ja mal testen, ob es leckt. Kurz. Ob es sehr stark leckt. Wie ist es denn für dich jetzt so für Knebel? Wie ist es? Also, ich mache meine Dings hier an. Gucken, was er jetzt macht hier. Ja, es geht. Also bei mir würde ich sagen, geht's. Halbwegs. Ja, ich würde auch sagen, das ist okay. Es war meine, wo ich echt FPS-Einbrüche habe, aber geht. Ja. Außen habe ich dann Ausreden. Es ist immer gut, es auf die Performance schieben zu können. Ja, super. Da eignet sich SC super für. So, jetzt muss ich dich mal nur mal kurz rausfriemeln hier. Genau, wenn alle, die nicht beteiligt sind, sowas, wenn die sich vielleicht so, weiß ich nicht, genau, so am Mapperrand aufhalten, das wäre super. Dann gehen wir mal an den Rand, alle, die nicht dabei sind. Das auch für die Mods bitte erstmal an den Rand, jetzt geht's erstmal in 1 gegen 1. Knebel, ich habe mit die Tetsu auch nochmal kurz einen Video-Ninja vorbereitet, wenn du möchtest, kannst du gerne seinen Stream einblenden. Mit OBS Ninja, ja. Ja. Da brauche ich nur einen Link. Ich dir? Find ihn bloß nicht hier. Wo ist er denn hin? Ich hab dich jetzt 10,3 Klicks auf deine 9-Uhr-Position, 3-Uhr-Position, genau. Ich muss kurz meine Uhr holen. Ja, okay. jetzt, so, jetzt bin ich aber auf deiner 9 Uhr, also links von dir. 90 Grad nach links, jetzt gucken wir uns an. Ah ja, perfekt. So, dann warten wir noch kurz auf den Link vielleicht. Du hast eine Gladius, ich auch. Mhm. Hast du eingestellt für Waffen? Badger oder? Nee, ich habe 3 Panther Repeater. Okay, also ungegimbelt Panther Repeater. Das passt. So, wir spielen jetzt auch quasi ganz normal. Also wir stellen jetzt nicht irgendwie die Geschwindigkeit fest oder irgend so ein Firlefanz. Wir machen es ganz klassisch quasi. Genau. Mhm. Also es geht wirklich darum, geh ruhig voll rein. Stell dir vor, es ist dein schlimmster Feind. Ja, rasier ihn weg vom Fenster. Aber ich habe doch keine Feinde. Ich hab doch nicht. Ich hab das Platin-Ticket. Okay, dann. Ja, genau. Er hat das Platin-Ticket. Er ist ein Dev, der kann dir Fragen beantworten, wenn du ihn tötest. Ich kann dir sagen, wann Pyro rauskommt, ja. Warte, ich mal ganz kurz deinen Link hier reinziehen. Okay. Direkt los oder ein Pass and Go, also quasi vorbeifliegen und dann, so duelltechnisch. Ich würde sagen, der Vincent zählt runter, dann hören wir es gleichzeitig und dann machen wir bei 0 einfach Go. Okay. So, warte, ich überlege noch, ob ich schon bereit bin. Ladies and Gentlemen. Ja, ich bin bereit. 10, 9, 8. Nee, von 7, 3. 2, 1, Go. Gut. Spannend.
der Gimbal, also es trifft halt wieder mal nichts. Ich muss das auf jeden Fall beim nächsten Mal anders machen. Gimbal Assist ist scheiße. Im PvP ja, leider. Ja, ich muss es anders machen. Ich muss das umstellen auf den Target-Modus. Weil er trifft ja gar nichts. Warte mal, machen das ist einfach so hier. So. Vincent, zählst du? Ja, 3, 2, 1. Halt. Ich hab den Bug. Moment. Was für ein Bug? Ich hab diesen dummen Freefly. Oh, ich hasse diesen Freefly-Bug. Ah, Freelook. Warte. Ich muss raustappen, reintappen. Ja, jetzt geht's wieder. So, und das ist einer der Gründe, warum ich PvP nicht spiele so viel. Und unter anderem das. So, okay. Ignorieren wir das, wir haben keinen Schaden bekommen, ne? Ja. Okay. Einfach weiter. Ich treff halt leider nix. Aber gut. Ja. Ja, aber von den Bewegungen sowas, also es ist echt extrem schwer drauf zu kommen. Mhm. Ja, rumfliegen kann ich. Ich treff halt nix, weil das Aiming ist halt super matschig. Ist also, aber auch, wenn man sich gut bewegt, also sehr, sehr stark bewegt, sowas, dass der Gegner eigentlich noch nicht trifft, hagelt man sich aber auch teilweise selbst ins Aim halt auch rein. Ja, das stimmt. Wobei, da ist halt der Vorteil mit Maustastatur, dass du halt relativ gut getrennt das alles machen kannst. Aber ja, ja. Deswegen mag ich so diesen Gimbal Assist, weil da hast du halt, also für mich ist es halt das Beste, weil da habe ich beides. Ich muss nicht genau auf den Punkt schießen, ich habe diesen ganzen Kreis und kann trotzdem frei fliegen sozusagen, ne? Aber da der halt nicht funktioniert, aber macht nichts. Ich muss halt sagen, dennoch, ne? Also du triffst halt auf einen top trainierten Spieler und bist wirklich gut im Aiming. Also ich bin echt verwundert, dass du auch die Schilde down hattest. Genial. Wirklich ja, cool. Mit Maus-Aim geht's ja dann auch. Dann triffst du auch mal ein bisschen was. Ja. Nicht schlecht. Ja, dann gehen wir mal 1-2 gegen 1 über, ja, oder? Oder? 2 gegen 1 ist fairer. Ja. nehmen wir doch gleich mal, wen nehmen wir denn dazu? Such dir eine aus von dem Mods. Brokerlips, Crispinius, Kaltal, Nobrain oder der Kübel. Na gut, Crispinius ist ja Team Hufflepuff, also da eher nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, wer will denn? Wer will am meisten? Ja, komm, wir nehmen den Kübel, oder? Mir ist egal, irgendwer. Kübel, komm rüber zu Knebel. Da kommt was. Machst du was am Energiedreieck eigentlich? Ja. In eine Tour, also... Mach ich zum Beispiel gar nicht. Jede Sekunde was anderes, also ich sag mal so, wenn zwei gleich starke Fighter gegeneinander kämpfen würden, einer wird's machen, der andere macht's nicht, gewinnt der mit dem Energiedreieck, mal, mit 90% Unterschied. Ja, muss er ja auch, ne? Ja. Ich mach das bei mir gar nicht, ich hab's auch gar nicht eingestellt, also ich hab's so eingestellt, dass ich daran rumfummeln kann, aber das ist auf falschen Tasten, also das ist nur rein für PvE ausgelegt bei mir. Hm. Dankeschön, so, Rollflash. Danke. Ich glaube, wir stehen gegenüber 4 Kilometer, ne? Also der Kübel, der ist hier. Und da gehe ich mal neben ihn. Und du bist, ja, wo bist du? Warte, ich flieg direkt ins Sichtfeld rein. Ah ja. Okay. Ja, soll ich wieder runterzählen? Seid ihr soweit? Warte kurz. Ja, Kübel ist hier oben. Alles klar. Jo. Macht euch mental bereit. Itetsu. Zieh die Hose hoch. Mhm. Jetzt muss es doch klappen, ne? Ich meine, ihr seid zu zweit. Also, 3, 2, 1, go!
Es wackelt so hinher, der scheiß Pip. Na komm, mach ihn platt. Wen meine ich jetzt? Wie gesagt, irgendwann haben die hoffentlich mal das Aiming im Griff, dass das nicht so matschig ist, dass es das nicht so rumwackelt. Ja, weil das ist halt echt das Problem, weil der, du musst halt so einen winzig kleinen Punkt treffen, ne, mit der Maus, so einen winzig kleinen, und du hast halt null Assist dabei. Das ist halt ein bisschen kacke, ne? Weil der Pip, der geht ja nicht so schön, wie man das halt eben aus anderen Schulen hat, sondern der geht ja so hier die ganze Zeit, der Pip. Und das kannst du halt, da kommst du kaum hinterher. Das ist... Da ist vielleicht probier ich mal Fixed-Modus, da hast du ja wenigstens ein bisschen Aim-Assist mit dabei. Werde ich jetzt mal ja, machen. Der Auto-Aim-Assist ist stärker als der Gimbal an sich, ja. Ja, ne? Richtig. Wollen wir nochmal zu zweit machen? Nein, jetzt gehen wir nochmal eine Stufe höher. Hallo, den machen wir fertig, oder? Ne, wieso? Nochmal zu zweit. Nochmal zu zweit gegen ihn? Ja. Können wir machen, alles klar. Dann Kübel, nochmal in Stellung gehen und dann geht's gleich wieder weiter. So, ich bin mit dem Kübel hier. Mhm. Okay, 12 Klicks, ja, ich seh's. Alles klar. Eure Vater, der Itetsu spielt aber nicht mit dem Target-Modus und auch nicht mit dem Gimbal-Assist, sondern mit dem Fixed-Modus. Und der Fixed-Modus, der hat einen Aim-Assist drin. Der ist jetzt nicht mega stark, aber der ist relativ gut trotzdem. Da gehen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf ein. Genau, darüber reden wir nachher nochmal. Das mache ich jetzt auch mal. Weiß nicht, was der Kübel hat, aber ist auch erstmal egal. Können wir ja nochmal gucken dann. Ach, da ist Intetsu. Okay. Dann. Ich spiele es auch fix, genau. So, okay, drei, ja. Eins, go! Das ist halt das Problem wiederum am Fix Assist, der ist nicht gut für Maus. Ach, naja, egal. Aber schön. Schön, schön verteidigt. Nicht schlecht. Ah, nee, jetzt, nee. Jetzt nehmen wir nochmal eine Schippe drauf, das muss ja funktionieren, ne? Jetzt nehmen wir drei Leute. Ja. Wir nehmen den Brokerlips mit dazu, oder? Mir ist egal, wer möchte. Ah, Brokerlips, der nächste, komm schon. Fix ist am besten für Maus. Nee, für Maus ist am besten der Target-Modus, aber der hat leider keinen Aim-Assist. Also ich bin der Ansicht, Fix ist am besten für Joystick, weil du ja exakt eben auch das Schiff so bewegst. Gimbal-Assist ist ganz gut, wenn du was Größeres treffen willst aktuell, und der Maus-Modus am besten für Maus. Und schreibt es auch gerade. Also es ist tatsächlich so, wenn du im normalen, im Standard bist, Knebel, hast du auch einen Aim-Assist, den man einstellen kann, den ESP. Den kann man bei der Maus genauso nutzen. Also den nutze ich persönlich sogar sehr, sehr gerne. Der trifft aber nichts. Der trifft wunderbar. Nee, finde ich nicht. Der Maus-Modus dürfte keinen Aim-Assist haben. Also der hier hat keinen. Der nicht, den du jetzt gerade hast. Genau, sag ich ja. Mit G gedrückt halten, nein. Der hat keinen Aim-Assist. Genau, aber also nur der Fixed-Modus? Der Fixed-Modus hat einen ESP drin. Genau. Der Joystick an sich hat auch einen ESP. Genau. Der Relative-Modus, also der feste, der hatte früher mal einen, bis letztes Jahr im Sommer. Mhm. Den hatte ich bis dahin auch sehr gerne benutzt, den Relative-Modus. Aber da die das rausgenommen haben, ist mein Aim komplett in die Abgründe gegangen, ja, danach. Der ist leider weg. Das ist leider... Ja. Ja. Seid ihr schon zu dritt? Ist der Brokerlips bei euch? Ja, ja. Alle drei direkt vor meiner Nase. Ja, perfekt. Ah, der hat einen Error, okay.
So, dann jagen wir den doch mal endlich. Also, dann zähle ich nochmal runter. 3, 2, 1, go! Achso, ich hab den falschen Modus drin. Oh, da hat einer Ballistik, okay. Geil. Der ganze Mist trifft halt immer nicht. Das ist so nervig, obwohl es einfach so grün ist, ne? Einfach egal. Na komm schon, jetzt trifft halt mal, du dumme Waffe. Apocalypse down. Normalerweise, wenn es grün ist, müsste eigentlich treffen, ne? Aber machen wir trotzdem nicht. Naja, Geschossgeschwindigkeit fehlt immer noch. Und, ja. Ja, und. Der kann die nicht mal antworten. Komm, mach den fertig. Der ist voll konzentriert. Wie gesagt, wenn die Waffen nicht treffen, dann treffe ich halt nicht, ne? Mache ich keinen Schaden. Aber das ist ja, hat ja der Yugi auch schon erzählt, dass das Aiming kriegt ja sowieso ein generelles Overhaul komplett. Haben wir ja auch in Master Modes schon drin. Und meiner Erfahrung nach mit Master Modes, wir können nachher nochmal darüber sprechen, aber bei Master Modes ist das Aiming wesentlich angenehmer. Weil er halt, ich weiß auch nicht genau, was sie da geändert haben, aber auf jeden Fall trifft es besser. Also es trifft einfach alles besser. Wenn du dich ordentlich ausrichtest zumindest. Das ist nicht mehr so wie jetzt hier, dass es zum Beispiel erst grün ist und es trifft nicht. Also wenn es grün ist, trifft es auch. Hat irgendwas zu tun mit den verschiedenen Pips, die ja im Hintergrund laufen und so weiter. Guck mal danach nochmal. Die Geschossgeschwindigkeit, weil wir momentan da einfach fast 1800 Meter pro Sekunde, glaube ich, haben. Ja. Die haben wir jetzt mit den Repeatern nur 1400, das heißt, hier muss man halt. Ah, das ist, genau, können wir später darüber sprechen. Du musst im Prinzip aktuell mit Absicht daneben schießen. Eigentlich. Also, wenn es grün ist, musst du trotzdem daneben schießen, eigentlich mit Absicht, damit es überhaupt trifft. Teilweise ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen, naja, schwierig. Hit-Berechnung findet halt nur linear statt und wenn sobald der Gegenüber nicht mehr linear fliegt, dann ist die Hit-Berechnung halt unrelevant. Genau. Und das ist halt das, was ihr im PvP-Training lernt. Das ist das, was wir hier zeigen wollen. Richtig, genau. Es geht nicht darum zu zeigen, wer gut ist oder wer schlecht ist, vollkommen egal. Sondern es geht wirklich darum, genau das zu zeigen, wie könnt ihr durch euer Flugverhalten es hinkriegen, dass die Systeme eures Gegners euch nicht treffen. Ne? Und das seht ihr eigentlich wunderbar. Genau, und wie können wir trotz der Systeme trotzdem den anderen treffen, obwohl er genau dasselbe macht? Also genau, wie trickst man das Ganze aus? Das ist halt dann wiederum dann die Frage, ob das dann mit den Master Modes immer noch notwendig ist, aber bis dahin wird noch Zeit vergehen auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, da kommen wir nachher auf jeden Fall in einen mega interessanten Diskurs. Also ja. das wird genial, das wird richtig Spaß machen. So, wir hatten 3 gegen 1. Jetzt gehen wir mal auf 4 gegen 1. Ne? Also jetzt müssen wir doch mal ein bisschen hinkommen. Nehmen wir mal Team Hufflepuff mit dazu. Bis Pinius! Hier sind alle Häuser hier vertreten. Ja, genau. Danke, Wendigo. Dankeschön. So, Kübel ist hier. Procalypse. Sehe ich noch nicht. Procalypse ist auch da. Okay. Kübel sehe ich. Genau, nur Crispy sehe ich noch nicht. Ja, warten wir kurz. Dankeschön, jetzt Joker für 5 Monate mit Prime. Fast ein halbes Jahr. Let's go! Coupled versus decoupled, was würdest du da sagen? Klar, coupled in dem Bereich oder sowas, wenn man landen, sonst was aus dem Hangar rausfliegen möchte, so, aber im Fight selbst, im Prinzip ist es egal, es ist Geschmackssache. Ich selber bin decoupled Flieger, das liegt aber eher im Teamfight dran, dass man im Teamfight besser quasi sich quasi einordnen kann oder einen Gegner abfangen kann, aber ansonsten ist es aber egal, dasselbe. Funktioniert auch bei Coupled, nur dass man manchmal dort, wenn man bestimmte Achsen verwendet, so ein bis zwei G teilweise weniger hat. Und dann okay. Aber jetzt direkt in einem 1-on-1-Dogfight ist es am Ende. Ich mache bei manchen mache ich direkt, fliege ich Coupled, bei manchen fliege ich decoupled, weil es mir dann besser gelangt. Besonders wenn jemand den Speed zu hoch macht, dann versuche ich es selber runter zu bremsen, indem ich dann Coupled fliege. Andere, und bei manchen, die das selber gut steuern können mit dem Speed, da bleibe ich dann, gehe ich dann decoupled. Okay. Also ist immer nach Situation. Ja. Und auch Geschmackssache wahrscheinlich.
Richtig, genau. Ja, bei mir auch. So am Anfang habe ich wirklich nur Coupled gespielt, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe, weil ich Maustastatur spiele. Ja. Und mittlerweile bin ich einfach süchtig nach Decoupled. Das macht einfach unheimlich Spaß, wenn man sich daran gewöhnt. Lowfly zum Beispiel, solche Sachen sind wirklich in Decoupled. Gott, ist das genial. Das ist Hammer. So, sind alle vier Gegner schon da? Mitstreiter, ja. Alle da? Ich sehe es nicht. Ich habe vor mir vier Leute. Ich habe Kübel, Knebel, Brokalips und Crispy. Okay. Perfekt. Dann zählen wir nochmal an. 3, 2, 1, los! Ah, Tage verloren. Oh, da hat aber jemand gut eingesetzt, weil da habe ich ihn gerade im Target gehabt. Scheiß Kinder-Assist. Der trifft wenigstens ein bisschen. Ja, es ist schlimm. Das Aiming ist wirklich Matschepampe ohne Ende. Komm schon, hinter. GG. Aber wie gesagt, Aim ist stark. Also das. Dein Aim ist stark. Schön wär's. Es ist nicht gewohnt vom PvP oder so, aber das ist halt diese. Das Potenzial ist halt riesig oder sowas von dem Aim, was du da hast. Dann die Bewegung halt zusammen, dass du halt schwer bei dir drauf zu kommen ist. Beides zusammen kombiniert, häufiger PvP und bam. Ich warte auf die Master Modes. Genau, okay. Und dann vielleicht. Dann kommen die Bongo-Trommeln. So. Aber es ist wirklich ungelogen so, der Gimbal-Assist, der trifft immer noch am besten teilweise. Also, ich habe alle Varianten ein bisschen durchprobiert immer mal. Wenigstens kann der ein bisschen noch was reißen. Dankeschön, Korrespondenz für den 9. Monat. Danke. Ja, du bist ja auch dran gewöhnt, mit dem Assist zu spielen. Ich spiel nur deswegen, Assist. Alles in Ordnung, ne? Beziehungsweise, ich spiele bei Overwatch natürlich ohne Assist, da gibt's das nicht. Aber bei Overwatch ist das Aim nicht so matschig, weißt du? Wenn da das Ziel in meinem Fadenkreuz ist, dann treffe ich auch wirklich. Das ist halt der Punkt. Das fehlt halt noch bei Stars. Aber es kommt noch. Ist nicht schlimm. Aber jetzt legen wir doch nochmal eine Schippe drauf, oder? Ja, müssen wir ja. Machen wir nochmal eine Schippe drauf, ne? Also, das kann ja nicht wahr sein. So, wer fehlt denn noch? Kaltal fehlt noch, oder? Mhm. Den haben wir noch gar nicht dabei. Kaltal. Bei an die Gruppe und jetzt kriegt ihr den aber auf jeden Fall mal down. Das kann doch nicht wahr sein, ne? Also, ihr seid jetzt einfach mal zu fünft. Ne, zu sechst, oder? Noch einer dazu holst, dann sind es sechs. Noch einer dazu und sind sechs, dann nehmen wir No-Brain noch mit dazu. Komm, gehen wir gleich in die vollen. War der schon? Wir haben Brokalips, Crispinius, Kaltal, No-Brain und Kübel, ne? Mhm. Ja. Danke, Peppercut. Dann alle sechs kommen rein und fetzt den endlich mal vom Himmel, das kann doch nicht wahr sein.
Ich meine, die Tage von Itetsu sind sowieso gezählt, ja, und von mir auch. Der SRV kommt ja bald, ne, und dann kannst du irgendwann einen Asteroiden hinter dir herschleppen. Dann war es das. Ja, dann schmeiße ich mit Asteroiden um mich. Musst du einfach nur hinter dir halten. Irgendwie klatschen wir dagegen. Die ziehen uns an wie Magneten. Nach meiner Erfahrung ist es nicht das Aiming, was matschig ist, sondern man unterschätzt die Eigenbewegung des Schiffes. Jein. Also die Eigenbewegung der Schiffe und die Bewegung der gegnerischen Schiffe führt zum matschigen Aiming. Das ist ja genau das, was CRG ja selber sagt und was sie auch ändern wollen. Das Aiming soll halt verlässlicher werden. Ja? Aiming ist natürlich immer eine schwierige Sache, ist bei allen Shootern so, ist bei jedem Kampfspiel in der Richtung so, aber es ist halt wichtig, ein verlässliches Aiming zu haben. Super. Sind alle da? Und Kübel sehe ich gerade anfliegen. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob alle da sind. Ich sehe... Doch, ich habe oben No Brain nicht gesehen. Alle sind da. Alle da? Ja. Also Knebel, jetzt ist echt mal, ne? Ja. Mal die Tage müssen mal gezählt sein von dem Cheater da. Also. Ja, und jetzt hör auf so zu wiggeln, die Tetsu, ja? Und stell dich mal den Kampf. Das geht so nicht. Ja? Wiggeln kann ich also nicht, aber ja. Leute, wir gehen in die letzte Runde und dann kommen wir in den Talk. Endlich. Ja. Erlöst ihn endlich von seinem Schiff, Leute. Also alle 6 drauf, holzt alles weg in 3, 2, 1, los! Nah dran. Oh, er wird rot. Oh. Ich hätte von Anfang an einfach beim Gimp, dass es bleiben sollen. Ja, fällt ihn weg, der hat das verdient. Bin so oft gestorben wegen dem. Mal erst abwarten. Wenn Vincent leidet, kill ihn. Gerammt. Das wollte ich gar nicht. Oh, er glüht. Er glüht. Komm, den kriegst du. Pester auf die Maus drücken, dann schießt du härter. Könnte ich einstellen mit der analogen Tastatur. Das wäre tatsächlich möglich. Kennst du das noch auf der PS4, wo wir fester auf X gedrückt hatten, weil wir fester schießen wollten? Ja, ja. Dann war der Controller immer Schrott. Oh, der hat wieder Schilde, das gibt's doch nicht. Jetzt. Uah. Fehlt ein Flügel, komm schon, der kann doch nicht mehr fliegen, der muss flattern. Nee, Gladius, die ist da sehr unempfindlich. Mist. Na. Genau, Konsole auf Edge Shield 100. Fuck. Ja, wenn man halt die Tricks kennt, dann kann man letztendlich allem ausweichen. Da können wir auch zu 20 wahrscheinlich kämpfen oder zu 50. Spielt keine Rolle. Das ist Rolle. Fakt. Ja, ist das einfach ist so, weil du ja trickst halt letztendlich
von egal wie vielen Gegnern deren Schiffssysteme aus und der Spieler kann dagegen nichts tun, wenn er nicht weiß, wie. Deswegen, geht ins PvP-Training, dann lernt ihr wie. Ich will es gar nicht lernen, mir ist es wirklich egal, weil ich auf die Mastermodes warte. Aber wenn ihr das wollt, dann rein da und dann kriegt ihr das auch mit. Denn die Tricks gibt es auf jeden Fall. Ne? Letztendlich, das sind einfach Tricksereien, die man machen kann. Das ist kein Cheating, ne? Das sind einfach Tricks, die man mit dem aktuellen Flugmodell, mit dem aktuellen Aiming-System lernen kann. Fantastisch. Ja, also 6 gegen 1, Wahnsinnsflugmodell. Also auch jetzt mit dem aktuellen Flugmodell auch schwierig, das zu lernen, was sie dazu gemacht hat. Ich habe selber von ihm das Kämpfen gelernt. Deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Bin da sehr, sehr stolz, meinen Lehrer sozusagen einzuladen. Mhm. Sehr gut gemacht, und auf jeden Fall. Wir haben auch einen zweiten mit dabei, wie ich gesagt habe, auch ein sehr bedeutender für mich in der deutschen Szene, der Sedox. Und Sedox, ich zieh dich mal runter. Also in den Chat, nicht mental, ne? So, da kommt er. Dankeschön. Guten Abend, hi. 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 Schön, dass ich da sein darf. Hallöchen, hallöchen. Fantastisch. Also Kniebel, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, das, na klar. Ja. Machen wir doch mal eine kleine Vorstellungsrunde, würde ich sagen, oder? Dass wir nochmal alle genau wissen, wer ist denn wer. Ich bin da unwichtig. Den Knebel kennen, glaube ich, alle. Ne? Sonst wären die nicht hier. Ist eine Rakete auch nicht. Wahrscheinlich irgendeiner von den Mods, Crispinius oder so. Ja, Sedox. Du bist noch gar nicht zu Wort gekommen, musstest leider zusehen, wie ein anderer Spaß hatte im Fight. Deswegen lasse ich dir den Vortritt. Wer bist du, was machst du? Ja, Name ist Sedox. Ich mache PvP, seit es Star Citizen gibt. Also ich bin ja seit Anfang an dabei und mache seitdem nichts anderes. Und ja, ich bin Teil von Ampex. Und ja, wir sind, wie du schon sagtest, ja nicht der Gegenpart zu Dolos. Aber wir machen auch PvP und wir haben da sehr viel Spaß dran. Und ich ganz besonders. Schön. Ich hätte vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir. Wer ja, bist du? Was machst du gerade im Verse? Ich bin Itetsu, bin 38 Jahre alt, gehört schon zu dem älteren Kaliber. Also es kommt jetzt immer mehr junge Leute, glaube ich, im Bereich PvP auch dazu. Das heißt, wir sind jetzt langsam so ein bisschen am Aussterben. ansonsten bin ich von der Piratenorga Dolos, also die. Da gehöre ich mit meiner Abteilung halt quasi mehr zu dieser Raumsicherung. Das heißt, wenn die anderen Leute halt überfallen, ob das gegen andere Piraten ist oder ob es allgemein gegen Security ist, dann sind wir halt mit unserer Flugstaffel halt dafür da, halt, um das halt quasi alles abzusichern. PvP, ich bin seit Anfang 2021 in Star Citizen und anfänglich kurz mal bei Mining reingeschaut, aber trotzdem halt direkt ja PvP, als ich das gesehen habe, was eigentlich möglich ist, wollte ich es halt so schnell wie möglich halt lernen. Und das Schöne hier, also PvP ist für mich selbst, ist das halt das Schöne, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese Skill-Ladder. Wenn man, sag ich mal, Counter-Strike oder sowas spielt, dann gibt es halt, dann kann dir selbst ein Anfänger oder ein Fortgeschrittener, egal wer, kann halt quasi sprayen und könnte die rein theoretischen den Lucky Headshot vergeben. Und beim Dogfight ist es halt so, wenn ein richtig guter Pilot da ist und einer, der halt fortgeschritten oder gerade halt Anfänger ist, dann müsste sozusagen die, sag ich mal, 300 Headshots, Lucky Headshots verteilen, damit er halt den bekommt. Und das ist halt cool, dass es halt Training hier extrem belohnt wird. Ja. Okay. Das ist ja wunderbar. Deshalb PvP in Star Citizen. Du fragst dich vielleicht, warum lade ich einen Piraten ein? Ja, vielleicht denken dann alle so, was, wir sind gegen Piraten. Ja, wir können ein bisschen über Piraten-Gameplay sprechen. Ich habe jetzt hier mal dieses, uns geht es ja vor allem um das Flugmodell, um das Thema Master Modes, um das Thema auch ein bisschen Aiming. Da wird sich ja eine ganze Menge tun. Und wir haben ja auch ein Panel bei der CitizenCon, wo es unter anderem auch um das Navigieren und Fliegen im Verse geht und verschiedene Modi und so weiter. Und mich würde mal interessieren von zwei PvPern, egal ob es Piraten oder nicht, was haltet ihr aktuell von den Master Modes, die sie uns zum Testen gegeben haben? Und was glaubt ihr, wo dann die Reise hingeht? Was sind da eure Hoffnungen vielleicht auch?
Itetsu, willst du loslegen? Wir haben ja da leicht unterschiedliche Meinungen. Genau, da ist sich die PvP-Community ehrlich gesagt gar nicht wirklich einig. Ja, also wir sind da wirklich komplett weit auseinander. Das sieht auch bei Zedox und mir ist das teilweise. Manchmal kommen wir auf einen Nenner, manchmal nicht. Ich bin zum Beispiel einer, der halt gerne ausmanövriert, gerne in den Rücken des Gegners reinkommt, gerne, dass es halt nicht sieht. Und das ist für mich halt momentan mit den jetzigen Master Modes nicht möglich, weil uns in dem Model dieses wie es dort jetzt haben, uns etwas der Backstrafe weggenommen worden ist. Man möchte halt verhindern, dass man nicht kitet, rückwärts abhaut. Und hat uns da ein bisschen so die Gehkräfte nach hinten weggenommen und den Sidestrafe teilweise zu stark gemacht und die Geschossgeschwindigkeit halt zu hoch, sodass jeder sich in den Midrange-Fight, also über Entfernung von 300 Metern, eigentlich nur sozusagen Nose-to-Nose, wer macht mehr DPS, wer hat das bessere Aim? Und das Master Modes an sich, wie es gerade ist, finde ich in Ordnung. Ich finde das super, besonders wenn es um Masse geht, wenn es im Teamfight geht, man bleibt eng zusammen, diese ganzen High-Speed-Geschichten sind gekappt. Das finde ich toll. Ich finde Geschossgeschwindigkeit runter, Backstrafe mehr, aber Backstrafe nicht über den SCM hinaus, dass man damit nicht wahnsinnig hoch beschleunigen kann. Und schon wäre für mich Master Modes schon perfekt. Das heißt, um das vielleicht noch ein bisschen zu vereinfachen, das heißt, du willst schnelleren Schub nach hinten haben, also um rückwärts zu fliegen? Genau, also nicht schnell, dass ich einen hohen Topspin bekomme, sondern ich möchte höhere G-Kräfte in dem Bereich einfach haben. Das einfach nur ein bisschen höher, den Sidestrafe etwas weniger. Der ist ein bisschen sehr stark, dass man sich so in diesem extremen Kreiskampf momentan befindet. Aber halt um zu verhindern, dass die Leute halt nicht in den mit dem Backstrafe und dann irgendwo ins Nirvana andersrum abhauen und dann versuchen sich mal vorzuhalten, dass man aber mit dem Rückwärtsschub, wenn man nicht dazu ausgerichtet ist, nicht über diesen SCM rübergehen kann. Momentan kann man ja mit Boost über SCM rüber. Ich fände es besser, wenn es dann mit nach links, rechts, nach vorne, nach oben, dass das weiterhin geht. Aber wenn man zurückfliegt, dass es dann nicht gehen sollte. Dann würde man das unterbinden, aber trotzdem hätte man fürs Infight-Manövrieren, wo es richtig schöne Manöver dann gibt, wäre das dann trotzdem weiterhin gegeben. Und halt Geschossgeschwindigkeit, für mich ganz wichtig, keine 1800, wie wir es gerade haben, oder 1700, bin mir nicht sicher. Ich finde auch gut, wenn wir es da irgendwo bei 1400, 1300 haben. Das zwingt Leute dazu, näher in den Kampf reinzukommen, näher ran. Und wenn man näher dran ist, dann fangen erst die Manöver wirklich an. Wir können gleich nochmal den Sargus fragen, wie es bei ihm aussieht. Ich will vielleicht mal kurz an der Stelle was aus dem Spektrum. Ich habe es gerade jetzt nicht am Start hier, aber ich kann es auch kurz erklären. Wir haben ja tatsächlich ein physikalisches Problem bei den Dogfights und das ist die Kampfbubble, also der Bereich, in dem ein Dogfight stattfindet. Und das in der ganz normalen Physik ist es so, je höher die Geschwindigkeiten allgemein sind, die ein Schiff in dem Fall erreichen kann, desto größer wird automatisch, ob man will oder nicht, dieser Kampfbereich. Und das ist der Grund, warum sie überhaupt auch die Master Modes bringen, oder das ist einer der Hauptgründe, weil sie den Bereich des Kampfes kleiner haben wollen. Wir hatten früher in der Alpha 2.6 genau das. Wir hatten einen relativ langsamen SCM-Speed, ich glaube 250 oder so Meter pro Sekunde oder 220. Und dann war quasi Schluss. Man konnte dann noch mit einem Afterburner boosten, aber das war so eine Sache. Und dadurch war der Kampfbereich sehr, sehr klein. Die Dogfights waren sehr nah beieinander. Und man hat die Gegner auch gesehen und hat auch coolere Manöver machen können, wie jetzt. Wie ich jedenfalls finde. Und dann haben sie mit 3.0, diese Geschwindigkeitsbegrenzungen komplett aufgehoben. Und seither ist die Kampfbubble unfassbar groß. Die ist 4-5 Mal so groß wie vorher. Sodass kaum noch ordentliche Fights stattfinden können. Außer man einigt sich auf irgendwelche Maximalgeschwindigkeiten oder man rast halt so durch die Gegend. Und mit den Master Modes wollen sie es wieder zurückdrehen eigentlich und den Kampfbereich verkleinern. Genau. So, mal ganz vereinfacht. Wie siehst du das, Zedox? Hast du dann eine ähnliche Ansicht wie der Itetsu oder eine andere? Also ganz grundsätzlich habe ich dieselbe Ansicht wie er. Oder sagen wir mal so, dasselbe Ziel. Also ich mag es auch sehr gerne, um Positionen zu kämpfen und nicht dieses Nase zu Nase. Also Nase zu Nase heißt, man steht sich frontal gegenüber im Prinzip und versucht Ausweichbewegungen dadurch zu erzeugen, dass man den Pip im Zweifel auch zum Wickeln bringt. Das macht keinen Spaß. Ja. Was ich auch gerne möchte, ist, dass man so eine Art Kurvenkampf hat, um einen Winkel kämpft, versucht außerhalb des Wirkungskreises des Gegners hinzukommen, durch Manövrieren hauptsächlich und weniger wichtiges Aim zu haben. Wie wir da hinkommen, da habe ich eine leicht andere Ansicht. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Also meiner Ansicht nach müsste definitiv
die Geschossgeschwindigkeit hoch, damit das Wiggeln nicht, so eine große Auswirkung auf die Pip-Bewegung hat. Und gut, Sidestrafe, da bin ich voll bei Tetsu, muss runter, aber die Geschwindigkeit, nicht unbedingt die Beschleunigung. Und jetzt zu der Bubble. Also die Bubble ist nicht nur die Geschwindigkeit, die sie ausmacht, sondern vielmehr das Verhältnis zwischen Beschleunigung zu der maximal möglichen Geschwindigkeit. Das ist wichtig, ne? Also bei den aktuellen Geschwindigkeiten von 1300 Meter pro Sekunde, die wir erreichen können, oder 1200, bräuchten wir, glaube ich, 50 G vorwärts, um enge Circles zu haben. Ja. Geht gar nicht eigentlich, ne? Genau, also es wäre völlig unrealistisch. Gegenbeispiel, wenn wir bei 220 Meter pro Sekunde sind zum Beispiel, brauchen wir, glaube ich, nur 20 G. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Zahlen habe ich nicht im Kopf. Mhm. So gut bin ich auch nicht im Kopf rechnen. Aber du siehst schon, es ist einfach nur ein Verhältnis zueinander. Und was wir noch haben, ist dieses, sag ich mal, eine einheitliche Geschwindigkeit, eine Bubble, die sich in verschiedene Richtungen bewegen kann. Sag ich mal, wir haben 500 Meter pro Sekunde, beide Parteien. Und wenn jetzt einer im Maximalspeed ist, also 500 Meter pro Sekunde nach hinten, und du dich mit 500 Meter pro Sekunde nach vorne bewegst oder nicht mehr fliegen kannst, dann bleibt ihr auf Ewigkeiten auf beispielsweise 1 Kilometer Entfernung. Um das zu bekämpfen, hat sich CRG überlegt, wir machen doch mal einen Softcap. Und das ist genau dieser Boost, ne? Mhm. Wenn du Boost gedrückt hältst, dann fliegst du schneller nach vorwärts, als du mit im SCM ohne Boost fliegen könntest. Und dieser Cap ist auch noch in verschiedene Richtungen begrenzt. Kannst du den Seiten nicht so schnell wieder vorne fliegen und nach hinten auch nur ungefähr, ich glaube die Hälfte fast, genau. 270 Meter. Aber 500 und ist nach vorne der maximale Afterburner-Schub quasi, den man holen kann. Mhm. Ja, irgendwie so. Es gibt eben diesen recht spannenden Spectrum-Post, wo jemand das eben ein bisschen aufgeführt und aufgelistet hat. Und was da geschrieben wurde, fand ich sehr, 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 sehr interessant, nämlich, der hat gesagt, nehmt doch den Afterburner komplett raus, außer für den Vorwärtsschub, und setzt ihn nicht so hoch, sondern Geschwindigkeiten nochmal ein Stückchen runter, weil dann die Dogfights noch taktischer werden. Habt ihr den gesehen, diesen Post zufällig? Meinst du den von Golo oder Goloid? Ja, also jemand, der auch recht bekannt ist im PvP-Bereich. Ja, haben wir gesehen, ja. Er strebt da so ein bisschen das Flugmodell, sage ich mal, von Star Wars Squadron an. Genau. Also er hat das schön aufgeführt, also wirklich gut gemacht. Aber das ist eine Richtung, da würde ich es mir, in diese Richtung würde ich es mir auf gar keinen Fall wünschen. Warum? Ich möchte eigentlich, dass, wenn wir näher rankommen, dass unsere Strafe-Achsen mehr ausgleichen können, was unser Pitch und Yaw eigentlich kann. Dass du mit einem Pitch und Yaw nicht mehr hinterherkommst, was der andere halt quasi an Manövern macht. Solange das nicht stark genug ist, die Strafe-Achsen, das würde derjenige mit Aim, mit Maus und sonst was, alles mit seiner rechten Hand ausgleichen können und würde dich immer angucken. Und dann werden wir automatisch dann würden wir zwar, wie Zedox das schon gesagt hat, um ein paar Winkel kämpfen und so ein bisschen, aber wir würden eigentlich fast immer irgendwie Nose-to-Nose sein. Vielleicht mal ein 45-Grad-Winkel zueinander, aber es würde immer, und wenn, dann würden wir aneinander vorbeifliegen, würden gucken, wer den schnellsten Turn hinbekommt, und dann würden wir dann kacheln. Okay, da möchte Chris Roberts ja irgendwie hin, er möchte ja quasi diesen zweiten Weltkriegs-Shooter quasi im Space haben. So sagt er mal, genau. Ja, genau, so sieht das dann wahrscheinlich dementsprechend aus. Ich persönlich, aber wie gesagt, das ist ja auch halt auch eigene Meinung einfach nur, ich finde es halt spannender, wirklich diese Manöver, wirklich diese Position zu erkämpfen, teilweise wenn der sich windet und möchte mich wieder sehen und ich dann trotzdem in seinem Heck drin bleiben kann, das ist mit der Sache, wie Goloid das quasi da oder Goloid das aufgeführt hat, wird in der Form nicht möglich sein. Da heißt es nur noch Aim und der schnellste Turn. Das ist halt die Frage, ne? Vielleicht ist es einfach auch sinnvoll, verschiedene Sachen ein bisschen zu testen, wie es sich dann auch am Ende spielt, weil ich habe selber das Star Wars Squadrons gar nicht so sehr gespielt, ein bisschen halt. Ich fand Dogfights da eher langweilig, aber ich stelle mir das tatsächlich in Star Citizen wieder nochmal einen Ticken anders vor. Warte, sehr talentierte Gäste und sehr interessanter Talk. Gerne mehr davon. Dankeschön, der Gamer. Dankeschön. Sehr talentierte und sehr interessante Gäste, sagt der Gamer. Der Punkt ist, ich habe das Gefühl, bei Star Citizen könnte es besser sein, weil in Star Citizen wird es besser simuliert irgendwie. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Man müsste es halt mal testen. Was mir persönlich halt in diesen ganzen Sachen immer wichtig ist, es darf halt kein zu hohes Skill-Cap geben nach oben hin. Also man muss irgendwie ein bisschen besser reinfinden. Na, wir haben es ja jetzt gerade wunderbar gesehen, wenn einer sich auskennt und, sag mal, die Tricksereien machen kann, dann kannst du mit einer ganzen Armee kommen und der macht dich platt. Das ist vielleicht realistisch,
im Sinne von der Profi gegen die Amateure. Aber das ist eben auch frustrierend für viele Spieler, die dann halt sagen, na gut, ich kann überhaupt nicht richtig reinfinden. Das heißt, man bräuchte eigentlich so ein bisschen so eine linearere Lernkurve vielleicht einfach. Und da habe ich halt so ein bisschen Hoffnung bei Master Modes, wenn die Geschwindigkeiten runtergehen, wenn die Kämpfe näher sind und die Manöver nachvollziehbarer sind für viele Leute, weil eben sowas wie Pip-Wiggling wegfällt zum Beispiel oder andere Sachen und das Aiming auch generell ein bisschen fluffiger ist, dann glaube ich, können Leute besser reinfinden und haben dann auch dann mehr Lust daraufhin mehr zu lernen und dann noch besser zu werden. Das ist ja genau das erklärte Ziel von CIG. Die wollen ja, Moment, ich muss mir einmal kurz widersprechen, Skill Cap sollte nicht runter, also nicht die ja, das, was man oben erreichen kann, das darf nicht niedriger werden. Denn wenn man sich nicht mehr weiter verbessern kann, irgendwann, dann verlieren Spieler das Interesse. Was du aber meinst, glaube ich, ist eher den Skill Floor, also da, wo man einsteigt. Ne? Genau, das ist, glaube ich, das, was du meinst. Und da stimme ich dir 100% halt zu. Leute müssen leichter ins PvP kommen. Was man gerade gesehen hat, war vielmehr das Problem, dass die neueren Spieler nicht wissen, wie sie bei dem Gegner bleiben konnten. Itetsu hat also die meiste Zeit ein 1 gegen 2 oder 1 gegen 1 gekämpft, nacheinander. Also genau. Im Prinzip ein Wellenkampf. Und da sieht man jetzt schon im Master Modes Tunings, dass jetzt schon auch schwächere Spieler, in Anführungsstrichen schwächer, nein, eigentlich, also tatsächlich nicht ganz so gute Spieler, doch deutlich mehr rausholen können im Kampf und deutlich mehr Schaden an den Gegner bringen können. Das merkt man jetzt schon. Genau, das ist das Schöne, sowas, dass diese Geschwindigkeiten halt gekämpft werden. Man kommt nicht mehr so einfach aus diesem Fight raus. Das heißt, wenn die Überzahl bei einem im Fight ist, jetzt hat wieder Gruppendynamik wieder das A und O, weil die Kämpfe bleiben enger beisammen. Ich kann Leute nicht mehr separieren. Man hat Kämpfe im Verse, hat man öfter mal schon gehabt. Das kann, glaube ich, viele PvP-Spieler, die das viel machen, werden schon öfter schon von Fights berichtet haben, wo sie ein 1 gegen 10, 1 gegen 14, 1 gegen 15 hatten und haben das quasi für sich entscheiden können, weil sie halt einfach die Leute separieren können. Und das ist Master Modes, das ist das Schöne daran, dann geht das nicht mehr. Und das bin ich auch dafür. Der Skill Cap sollte weiterhin gut sein, dass ich halt mich gegen 1 gegen, oder gegen 2 durchsetzen kann, aber irgendwann sollte auch mal Schluss sein. Ich sollte mich nicht einfach gegen 4 Leute oder sowas durchsetzen können. Ne? Das, irgendwann muss er mal. Also das muss einfach sein, so wie Zeros das gesagt hat, der Skillfloor, der muss halt so weit gut sein, dass man gut reinkommt, dass man schon einen gewissen Skill hat und schon was ausrichten kann nach ein wenig Training und dass man halt dann nicht mal hier, sag ich mal, ich will es gar nicht so sagen, so wilde Sauspiel machen ganz, ganz viele PvP-Spieler, die dann einfach irgendwo bei Jumpton reinfliegen und reißen mit 2 Leuten halt da irgendwie 15 Leute den Hintern auf. Das sollte so nicht sein. Ja, aber das liegt eben an diesen Tricksereien, die man da machen kann, ne? Dieses Separieren und eben auch, was wir vorhin hatten, das Thema Aiming, zu wissen, oder also generell einfach zu wissen, dieser Aim-Assist, den ich habe, oder dieser Vorhaltepunkt, der lügt ja eigentlich aktuell, der sagt mir eben nicht, wohin ich schießen soll, sondern eigentlich muss ich das ganz anders machen. Ja? Nicht unbedingt. Das gibt, wenn man so ein Dogfight-Einsteiger, wie gesagt, das bieten ja verschiedene an. Wie gesagt, Vincent macht das. Ich komme ja auch mal auf den Knebel-Discord öfter vorbei, um da auch einmal die Einsteiger-Trainings und Trainings zu geben. Eigentlich kann man das relativ einfach schon gleich zu Beginn lernen, dass man sehr, sehr viel mit dem Strafe eigentlich aimt. Man aimt nicht mit dem Pitch und Yaw, sondern mit dem Strafe. Das heißt, man kann den Pip steuern. Und man setzt sich den Pip gerne dahin, wo man haben möchte, weil wenn der denn nichts großartig machen kann und ich weiß, wo der Pip hingeht, weil ich ihn dort hinsetzen kann mit meinen Strafe-Bewegungen, ist es sehr, sehr einfach, nachher zu aimen. Und das ist eigentlich alles. Also ich aim nicht quasi großartig vor oder links daneben oder groß darüber, sondern ich versuche diese Vorhersagung, also dieser Pip ist ja linear berechnet, man versucht ihn sehr nah ranzuhalten, wie der Pip sich halt berechnet, sehr nah, dass die, das ist ja nur eine Vorhersagung. Wenn man weit weg ist, eine hohe Geschwindigkeit hat, haben wir vielleicht eine Vorhersagung, wenn man genau reintrifft, vielleicht von 20%. Man kann das aber alles verkürzen, näher rankommen mit vielen Faktoren, dass diese Vorhersagung irgendwann mal auf 90-95% ist, wenn ich da reintreffe. Und das versucht man eigentlich nur durch Manöver oder Bewegung zu machen und dann trifft man in dem Fall. Also im Prinzip, ja, genau. Also wie gesagt, es ist nicht wirklich Tricksereien, es ist halt Taktik und ein bisschen Taktik und halt den Ziel zu sagen, ich aime eher mit dem Strafe als mit Pitch und Yaw. Geht das dann mit beiden Pips oder welche Pips nehmt ihr denn eigentlich? Gibt ja den normalen, den ich immer habe und dann gibt es noch diesen Leg Pip, glaube ich heißt der. Leg Pip, ja. Also ich fliege mit Lead Pip momentan. Also,
B-Pip genau bei kleineren und auf Leg-Pip, aber switche ich zum Beispiel um, sobald ich auf größere Schiffe gehe. Also sage ich mal, ab Cutlass aufwärts gehe ich auf den Leg-Pip, weil ich halt dann einzelne Komponenten halt beschießen kann. Kann den Cutlass zum Beispiel die Triebwerke hinten einfach abschießen, dann bleibt der zum Beispiel bewegungsunfähig, genau. Und dann kann ich weiterziehen. Ne? Das ist dann halt. Das geht das dann im Normalen sonst gar nicht, ne? Richtig, genau, weil er immer die Schiffsmitte anzielt und seit der 3.20 wurde uns ja leider das Subtargeting genommen. Ne? Und können wir ja nichts mehr machen, also sind wir auf den Deckpip quasi auch ein bisschen angewiesen. Aber das wird sich auch noch ändern, wenn dann zum Beispiel man verschiedene Teile des Schiffes wirklich anvisieren kann, richtig? Das soll ja auch kommen, also dieses Schadensmodell wird sich ja auch nochmal alles ändern, da ist noch so viel in der Mache. Und dann wird es auch nochmal, glaube ich, einen ganzen Ticken taktischer an diversen Stellen, weil du eben nicht einfach nur stumpf auf die Mitte des Schiffes schießt und hoffst, dass du da was triffst, sondern weil du eben auch wirklich aufgrund der kürzeren Distanzen zum Gegner bestimmte Teile des Schiffes treffen willst, wo du schon reingetroffen hast, um dort dann die Komponente kaputt zu machen oder auszuschalten oder wie auch immer. Denn auch diese Lebensenergie fällt ja irgendwann raus bei den Schiffen. Das wird noch sehr spannend. Das ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Aber das ist genau auch mein Traum. Also genau in diese Richtung, dass man halt nachher, wenn wir später diese Schildemitter-Geschichten haben, dass wir durch diese Schildemitter uns halt fressen können, weil wir uns immer auf dieselbe Stelle fokussieren, wenn wir nachher eine Art Plasma-Geschichte haben, die Energiekomponenten dahinter irgendwie erwischen können. Also sowas wird dann wirklich interessant. Mhm. Ich glaube ja mal, um so eine kleine Prognose treffen zu können, dass wir da gar nicht mehr so weit von entfernt sind, von diesem physikalischen Schadensmodell. Ich will jetzt nicht hypen, aber wenn man mal den Squadron Newsletter gelesen hat oder auch die monatlichen Updates, da hört man schon öfter oder liest man öfter von Maelstrom. Und das klingt für mich ganz stark nach dem physikalischen Modell. Ja. Und ich bin gespannt, was die auf der Sitcon tatsächlich vorstellen. Ich ahne da was, aber ich will nicht hypen. Also von mir habt ihr es nicht. Das können wir vielleicht nochmal ganz kurz anschneiden. Maelstrom ist quasi das neue Schadensmodell in Star Citizen. Das gilt für alles, für Raumschiffe, für Basen, egal was. Und technisch gesehen auch für die Umwelt, also für Bäume und Steine. Und da geht es darum, dass du eben keine Lebensenergie mehr von irgendwelchen Dingen hast, sondern dass die Dinge, egal was es ist, aus Material bestehen. Aus Metall, zum Beispiel ein Flügel oder Legierungen und eine Panzerung und so weiter. Und dass diese Sachen eben physikalisch kaputt gehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Real Life mit einem Auto gegen einen Baum fährst, mit 20 km/h, dann wird das Auto nicht sofort explodieren und komplett weg sein, sondern da ist halt entsprechend die Delle irgendwo dran, wo du getroffen wurdest. Und genau das streben sie eben auch in Star Citizen an. Und dann heißt es eben auch, man muss gerade bei größeren Schiffen sehr spezifisch treffen, um wirklich Schaden zu machen, weil es kann passieren, dass du den Gegner die ganze Zeit triffst, aber du machst quasi keinen Schaden oder fast keinen, weil du nur die Hülle ein bisschen beschädigst, aber das Interieur, die Komponenten, alles bleibt bestehen. Sag mal, was meint ihr eigentlich, wie sich das denn entwickeln wird, so in Richtung Laser-Repeater oder Laserwaffen und ballistische Waffen, was denkt ihr? Ja, das ist ja auch ein spannender Punkt, was ja auch Richtung Maelstrom geht. Du brauchst dann auch für bestimmte Panzerungsdicken oder für bestimmte Materialien auch andere Waffen. Also zum Beispiel, CIG hat das mal irgendwann gesagt, eine Size-1 Laserkanone oder Laser-Repeater, die machen halt an dicken Panzerungen quasi gar nichts. Ne, die prallen da quasi ab. Das heißt, du brauchst gegen größere Panzerungen, gegen dickere Schiffe auch dickere Waffen, um da wirklich was zu reißen. Dann ist halt die Frage, wie sie ballistische Waffen und Laserwaffen ausbalancieren. Wir haben ja bei Master Modes gesehen, dass sie diese Gatling von der Gladius erhöht haben auf, glaube ich, 2.500 Schuss. Es könnte ja auch Zufall sein, aber es könnte ja auch in diese Richtung gehen, dass man das braucht. Wir werden sehen, ne? Also ich meine, Yogi hätte mal irgendwo, also Yogi von CRG, den kennt ihr, glaube ich, alle. Zumindest war der mal in, wie heißt es denn, Star Citizen Live und auch über Master Modes hat auf jeden Fall eine Menge gequatscht. Ja. Er sagte wohl, dass Chris Robertson ganz fixe Idee darüber hat, was Laser, Repeater und Projektilwaffen auswirken sollen in Star Citizen. Jetzt weiß ich nicht, in welche Richtung das geht, aber es kann entweder genau in die Richtung gehen, die du gerade sagtest, oder gerade andersrum. Auf jeden Fall werden Waffen, also die eine Art der Waffen gegen Schilde, besser sein als die andere gegen die Hülle. Das wird dann vor allem diese Mixed Loadouts wichtiger machen. Ne? Also es
ist dann auch nochmal eine Diskussion, ob dann nicht Medium Fighter, also die Schiffe, die bessere Mixed Loadouts tragen können, dann nicht doch besser sind als Light Fighter später, die nur da drei Waffengruppen haben oder drei Waffen montieren können vielmehr. Also es ist sehr spannend, was da im Balancing und auch in den Entscheidungen noch passieren wird, die Spieler treffen müssen, während sie ein Schiff auswählen. Ich glaube, das ist auch der ganz entscheidende Punkt. Aktuell macht ein Medium Fighter, wenn wir ehrlich sind, quasi keinen Sinn. Ne? Also gerade im PvP, Medium Fighter kann man natürlich nehmen, aber eine Gladius ist over the top. Und, in Space, in Atmo nicht, genau. Ne? Aber Medium Fighter hat eben mehr Waffenslots und dann kannst du eben mehr mixen und es kommen ja auch noch neue Waffen rein, es kommen noch andere Schadensarten rein, neben Laser und Ballistisch wird es noch, also sie haben noch den Distortion-Schaden zum Beispiel, aber sie arbeiten noch an anderen Varianten, ich weiß gar nicht, was sie da alles haben. Dann haben wir noch die Raketen, die auch noch ihre Rolle bekommen müssen, die aktuell ja auch nur ja, stumpfen physischen Schaden machen. Ich glaube, wenn das alles da mal drin ist, dann wird auch dieses ganze Kampfsystem komplett anders sein und sich viel mehr anfühlen wie in einem richtigen, ja, wie in so einer Weltraumserie oder in so einem Weltraumfilm, wo das mal ordentlich gemacht ist. Denkt da oft auch so ein bisschen an Battlestar Galactica oder an ähnliches, ja, wo die auch ganz cool das inszeniert haben eigentlich. Vielleicht wollen sie in diese Richtung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist in Master Modes, sind wir, glaube ich, auf einem richtigen Punkt. Bei den Waffen ja auch mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, dass das mehr belohnt wird, wer nachher sich richtig sich ausstattet. Weil, wie gesagt, das war irgendwann mal in Inside Star Citizen, wurde ja auch mal über diese Plasma-Waffen ja auch gesprochen, die dann auf Panzerung nachher einen Schaden über Zeit machen. Mehr wurde ja leider nicht erwähnt, nur der Schaden über Zeit. Ich gehe mal davon aus, dass sie dann sowas meinen wie, was sich durchbrennt eventuell durch eine Panzerung. Und was wir jetzt auch in Master Modes mit den Schiffswahl haben werden. Jetzt haben wir momentan nur die Gladys, die wir testen können. Aber im Prinzip wurde es ja schon angesagt, wir haben jetzt ja den Light Combat Fight, also der manövriermäßig ist, sowas wie eine Arrow oder wie eine Gladius. Aber dann haben wir natürlich noch Interceptor, wie zum Beispiel eine Avenger Titan oder halt eine Buccaneer oder eine Talon, die gehört auch dazu. Das sind zum Beispiel welche, die halt weniger manövrieren können, die haben also weniger Zeitstrafe oder Upstrafe, aber sie haben einen größeren SCM-Speed. Das heißt, wenn man im Fight, nachher fliegt man nicht, man wird nicht mehr nur noch sehen, dann hier fliegen wir nur noch mit Arrow und Gladius durch die Gegend, sondern dann wird das dann, werden sich wahrscheinlich zum Beispiel eine Buccaneer weiter außerhalb halten von dem Kampf erst, guckt sich das weiter an und sobald jemand aus diesem inneren Zirkel, aus diesem Kampf flüchten möchte, weil er zu viel Schaden bekommen hat, dann kommt genau dieser Part des Interceptors, der quasi dann hinterher rusht und natürlich einen höheren SCM hat von dem kann man sich dann quasi gar nicht mehr, also kann man nicht entkommen und der finisht zum Beispiel. Und das wird dann, glaube ich, immer mehr kommen und wir sehen jetzt zum Beispiel auch mit der F8, was jetzt mal so ein Heavy Fighter auch ausrichten kann oder die Hornet, die leider ist ja leider nur ein Bug, dass die halt so extrem boosten kann, aber das ist ja momentan auch ein mittlerer Fighter, der momentan ja auch sehr, sehr stark in der Atmosphäre ist, ne? Theoretisch wo wir auch, zumindest, ja. Ja, ist praktisch, ist es. In der Atmosphäre ist das ein Muss, die Hornet dabei zu haben momentan. Wobei die aber ja quasi nichts aushält, ne? Die hat ja immer noch dieses Problem, dass sie sehr schnell kaputt geht. Ja, aber momentan haben sie jetzt zum Beispiel die, es geht, also ich finde, sie ist schon zum Panzer. Wer momentan ja nichts aushält, ist ja eigentlich die Gladius. Da, die haben sie ja quasi gerade momentan mal eben 2300 HP abgezogen. Ja, na gut, ja. Da kommt das wieder im 321er. Ja, genau, das kommt dann wieder. Aber wie gesagt, so wendet sich, wir haben es ja leider bei der 319 hatten wir zum Beispiel noch die Kato Alpha sowas. Die konnte immer so einen schönen diesen Interceptor-Bereich machen, aber dadurch, dass wir diese Blackout-Geschichten jetzt ja bekommen haben, dass wir sehr, sehr schnell blackouten, wenn wir zu viel boosten, da mussten sie jetzt, anscheinend deshalb gehe ich mal von aus, da haben sie die Kato Alpha jetzt ja von 33 G auf 25 G, glaube ich, runtergeregelt, ja. Weil ich glaube, sonst stirbt man, glaube ich, beim ersten Beschleunigungsversuch. Und, ne, und deshalb haben sie die, ist die momentan leider für den Interceptor-Job gerade nutzlos, aber ich hoffe mal, dass wir mit Master Modes diese ganzen verschiedenen Varianten wieder kriegen werden. So, Dankeschön Glanzaffe und Dankeschön Elli, Dankeschön. Viele Leute haben Sorgen, wenn dann die Master Modes kommen, dass sie Opfer werden in der Open World. Also wenn sie minern, wenn sie salvagen, wenn sie halt einfach nur durchs Wurst fliegen, dass dann immer Leute kommen und sie einfach easy wegschießen. Das ist also quasi das aktuelle Problem, was wir da haben, verschlimmert. Ich sage immer, nee, das ist nicht so. Ich hoffe es nicht, ja. Wie ist denn eure Meinung so von den Master Modes? Was sagt ihr als PvPler? Wird es für euch leichter dadurch, Leute wegzuschießen im Wurst oder wird es sogar schwerer? Boah,
das kommt darauf an, wie der CIG handeln möchte. Aktuell ist es ja so, dass du im Master Mode einen Knopf drückst und dann werden deine Schilde eingefahren und da kannst du abhauen nach einer Zeit. Ne? Also du bleibst dann weiterhin im SCM oder sag ich mal in der normalen Geschwindigkeit, kannst boosten, aber du bist nicht sofort maximal schnell. Der Verfolger bekommt aktuell keinen Hinweis darauf, dass der Gegner abhauen wird. Möchte aber schießen, bleibt also im Zweifel zu lange in dem nicht gonna go fast Mode, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der heißt. Navigationsmodus? Ja, Nav Mode, genau. Geht also nicht in den Nav Mode, weil er ja schießen möchte. Genau. Aber um einen Feind abzufangen, der gerade abhauen möchte, müsste der dann in den Nav Mode gehen und hinterher fliegen. Was du aktuell im Master Modes machen kannst, du kannst eine Rakete hinterher jagen und da der Abhauende keine Countermeasures hat, also keine Gegenmaßnahmen werfen kann, trifft die Rakete auch in der Regel. So, ich hoffe, dass wir später abhauen können, dass Abhauen etwas schwieriger wird wie aktuell, aber dennoch gut möglich ist, nur eine viel konsequentere Entscheidung ist. Dieses rein und raus in den Kampf, was wir aktuell im Live-Patch haben, das geht vermutlich weg und Abhauen ist dann eine Entscheidung, die du triffst und haust erstmal ab und bist erstmal raus aus dem Kampf. Und das darf auch okay sein. Na, und das sollte nicht unmöglich sein, abzuhauen. Wobei es, glaube ich, schon sinnvoll ist, wenn man dann vielleicht, bevor man irgendwie gerade in einem unsicheren Sektor unterwegs ist, erstmal sich einen Überblick verschafft, bevor man jetzt in den SCM geht, weil das ist ja auch eine bewusste Entscheidung des Miners oder des Salvagers, dass er in den SCM geht und sich im Zweifel in der Gefahr aussetzt, weil er nicht einfach wieder abhauen kann. Ja, ja, 100%. Also schön Radar im Auge behalten, wenn das mal richtig funktioniert. Schön Augen offen halten, was um einen ist, denn das ist mit eine wichtige Entscheidung in Star Citizen. Auch hier wieder Entscheidung. Entscheide ich mich aus dem Nav-Mode rauszugehen oder entscheide ich mich drin zu bleiben? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Entscheidungen. Ich als Spieler treffe eine Entscheidung und muss dann damit leben, mit den Pros und Kontras davon. Exakt. Ja, dass die halt wirklich auch alle wirklich die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, gehe ich in den Kampf rein oder nicht. Und wenn ich drinne bin und mich jetzt gegen einen Gegner gewendet habe, wo ich gesagt hätte, boah, besser nicht, ne? Dass man halt daraus lernt und auch wirklich lernt, wie komme ich da auch wieder raus, ne? Danke Imunso und Dankeschön Blizzard, Dankeschön. Bevor wir jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch was Wichtiges noch offen haben, aber mich würde mal interessieren, was ihr jetzt euch erhofft von der CitizenCon, von den Panels, die eben in diese Richtung gehen, Flugmodel und Master Modes vielleicht und so weiter. Mach ruhig, Zedux. Ich hoffe einfach, dass die mal langsam anfangen, den Kram, den sie für Squadron 42 bauen, in Star Citizen ins Bio zu bringen. 100%, ja. Anfangen zu balancen, anfangen verschiedene Schiffe in Master Mode zu bringen und nicht dieses hybride Live-Tunings, Master Modes-Tunings zu fahren. Und ich hoffe, dass, wenn sie das tun, kürzere Iterationen bei Anpassung haben und nicht 5 Monate warten, bis sie vielleicht mal langsam die Geschwindigkeit nach links und rechts reduzieren oder Geschwindigkeiten der Waffen hoch. Also einfach schneller anpassen und die Änderungen langsamer reinbringen, denn wir wünschen uns das alle, dass es immer vorangeht. Dafür haben sie ja diese Experimental Modes zumindest, wo sie das ganz gut austarieren können, ohne es direkt ins Spiel rein zu patchen. Dankeschön, Dartmozi. Das ist vielleicht ganz hilfreich, ne? Ja, aber sollten sie auch tun. Ja. Ich meine, irgendwo hätte Yogi geschrieben, im Spectrum sogar, dass die Master Modes aktuell nicht nutzen, um Feedback für Master Modes zu sammeln, sondern um Bugs zu finden. Ja, ob das jetzt stimmt, ich habe den Kommentar gerade nicht parat, aber es ist natürlich schade, ne? Weil es passiert ja auch nichts mit den Tunings, es wird nichts angepackt, die Feedbacks sind alle da, wir haben alle Feedback gegeben, aber es wird nichts getan und auch für das 3.21 glaube ich nicht. Ich glaube, das Problem, was sie haben, ist, dass sie nur die Gladius haben. Es ist fast unmöglich, ein echtes Feedback zum Master Mode zu geben, ohne die anderen Schiffe zu sehen. Weil man müsste halt mal testen, wie verhält sich denn eine Prospector mit Master Modes, wie ist es bei einer Reclaimer? Wie ist es bei Handelsschiffen, wie ist es bei schweren Jägern und so weiter. Das müssen eigentlich mal alle Schiffe im Arena Commander freigeben für Master Modes, komplett alle. Und vielleicht sogar mal, ich weiß auch nicht, mal einen PTU machen. Mal richtig im Verse das auch mal testen einfach. Aber das kommt bestimmt. Ja, hoffentlich. Also, sie wollen bestimmt nicht nochmal so ein Desaster erleben, wie früher mit dem Hover Mode, den sie allen aufgezwungen haben und ein Patch später wieder rausschmeißen mussten, was keiner wollte. Also das sollten sie vorsichtig, iterativ, eben, wie du sagtest, konsequent testen, immer wieder neu und verbessern und dranbleiben.
Ja, also dazu habe ich meine Hoffnung mitgeteilt. Ich hoffe, da kommt noch viel anderes, viel mehr Verse-Content, ja. Weil das ist so zum Master-Mode, zum Flugen, zum Flugmodell und zum Kämpfen mein Wunsch. Ja, also meine Erwartungen sind sehr, sehr tief gestapelt zu der Con. So, es ist, wir haben jetzt viel in der Entwicklung gesehen, viel, was mal irgendwie kommen soll. Aber ich weiß nicht, also es ist auch viel gekommen, will man bloß gar nicht schlecht reden. Wir haben viel bekommen eigentlich, sowas. Aber so diese Reise zu Scrotchens oder zu Pyro, ja, es ist so ein bisschen schleppend alles so. Und deshalb habe ich da erstmal so keine Erwartungen. Master Modes, finde ich, sollten es eigentlich, weiß ich nicht, wir haben dort, wie viele Evo-Stufen haben wir gehabt, wie viele PTU-Stufen haben wir gehabt, und im Prinzip hat sich zu den ersten Stufen, die wir dort den Master-Modes machen konnte, bis zum Schluss was gegeben worden ist. Wir haben, glaube ich, bei der letzten PTU-Welle, die gekommen ist, ich glaube, wir hatten nicht mal Pips. Ne, wir haben nicht mal einen Pip bekommen. Also, ja. Das sind so Sachen, das verstehe ich nicht, ob manchmal solche Sachen vielleicht gar nicht getestet werden, aber ob die nicht sich selbst da mal im AC mal reinschauen und auch manchmal. Auch was wir jetzt zum Beispiel live haben, ich glaube, seit der 3.14 haben wir zum Beispiel, wurden alle Waffen, Schilde, Geschichten, sowas, alles resettet auf so eine Art Basiswert, dass alles ungefähr gleich ist. Cannons, Repeater, ist klar. Mhm. Und auch da sind keine Anpassungen mehr. Wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, dort sowas mal wieder, ja, ein bisschen zu benutzen. Und im Prinzip ist es doch eigentlich, ich möchte da jetzt nicht reinreden, aber eigentlich für mich, denke ich, so ist es doch vielleicht nur eine Tabelle, wo wir ab und zu mal nur einen Wert ändern müssen. Und wir müssen da auch gar nicht großartige Patches fahren. Oder wenn wir was sagen, das und das geht momentan nicht, das ist unfair. Warum wird das, wie Zedox gerade sagt, warum wird bestimmte manchen irgendwie erst nach 5 Monaten geändert? Da kann man doch schneller reagieren, das sind doch nur ein paar Werte. Ich glaube, das haben die gar nicht so sehr auf dem Schirm. Ich glaube, das ist denen aktuell sogar, um es mal ganz klar zu sagen, völlig, völlig wurscht. Weil die sagen sich, okay, das wird alles komplett reworked. Die Waffen, die Schilde, die ganzen Systeme. Und das machen sie dann erst mit Master Modes wahrscheinlich. Und da hängt wahrscheinlich so viel dran im Hintergrund, dass die sich das einfach sparen und sagen, wir patchen da jetzt nichts. Aber okay, zu diesem Zeitpunkt auf alle Fälle. Klar, jetzt wo Master Modes angekündigt war, aber wir hatten das ja auch schon, sag ich mal, irgendwie 0,7 Patches auch vorher schon die ganze Zeit, wo einfach nichts in der Richtung passiert ist. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass sie auf jeden Fall mit dem Experimental Mode viel mehr und nicht immer nur einfach nur Evo ist klar, dass man so eine Vorabstufe irgendwo haben muss, das ist logisch, aber dass sowas viel schneller zum Beispiel in diese Experimental-Geschichten einfach mal reinkommt, dass viel mehr Feedback kommt, dass man das einfach testen kann, bevor man das halt rauskommt. Vielleicht würde sich solche Sachen auch beschleunigen und vielleicht auch bei allen Leuten einfach besser, also mehr zur Zufriedenheit sein. Das sollten sie nutzen. Wir haben eine große Community, wir haben viele Leute, die sich da echt gut auskennen, wie ihr beiden und auch viele weitere. Das sind Ressourcen, die CRG nichts kosten. Und sie können da auf den Experimental draufschmeißen, was sie wollen. Leute testen das und schreiben dann ein Feedback, ne? Ja. Kann nicht schaden. Wir wollen doch testen, wir wollen doch Feedback geben. Also wie du auch schon mal gesagt hattest, mit Evo-Stufe und so weiter. Ja, verständlich, diese magische Evo-Stufe, aber wer wirklich testen will, der testet auch. Und nicht alle Evos sind am Testen. Ich glaube auch, die wenigsten Evo-Kartis sind im PvP-Bereich jetzt besonders aktiv. Ja. Weiß nicht, wie das da so aussieht, aber ja. Ich denke mit diesem Experimental Mode auf dem Live-Server haben sie eben die Chance, allen das zum Testen zu geben, unabhängig davon, ob das jetzt ein Evocati ist oder sonst was für jemand. Und dann haben sie auch ihre Daten. Wenn ich persönlich erwarte nicht, dass im kommenden Jahr irgendwie die Master Modes ins Spiel kommen. Das würde ich stark bezweifeln. Ich hoffe, dass du Unrecht hast. Ja, das hoffen wir alle, aber ich würde es halt bezweifeln, weil also anhand dessen, was wir halt gerade zur Verfügung haben zum Anschauen, anhand dessen, was wir an Informationen kriegen, ist es halt schwer zu erahnen. Und der blanke Horror wäre es ja, wenn die Master Modes, so wie sie jetzt sind, für uns zur Verfügung stehen, reinkommen würden. Ja. Was mir Hoffnung macht, ist halt die Aussage von Chris Roberts, dass sie bei Squadron 42 an einem Wendepunkt angekommen sind und jetzt sehr viel mehr davon liefern wollen ins PU. Ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Wenn sie es halten, freue ich mich darüber. Genau, das sieht's aus, genau. Tief stapeln tue ich momentan und sowas, aber genau, das sind auch so meine Hoffnungen. Ja, wunderbar. Habt ihr noch irgendwas offen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Oder hat der Chat noch Fragen? Naja, also wenn ich die beiden schon da habe, würde ich vielleicht mal meine Koryphäen mal antworten lassen auf ein paar Fragen, die im Chat waren. Ja, gerne. Und zwar, der Bio-Ketchup hat so schön geschrieben, ich liebe das, wie der stinkert, ne? Das ist so ein Stinkstiefel. ist PvP Pay-to-Win?
Kann man da nur mitmachen, wenn man wirklich die Kohle investiert und sich eine Gladius kauft? Oder kann man da auch mit einem Einsteigerschiff anfangen? Was meint ihr beiden? Also ich würde schon mal vorziehen, weil es mein Favorite ist. Leider ist es im Battle Royale irgendwie wurde rausgepatcht, weil das Wort Combat nicht drin vorkommt. Also nicht, dass das Combat Lightfighter ist. Aber zum Beispiel ist mein Favorite-Schiff die Mustang Alpha. Die Mustang Alpha ähnelt sich von allen Strafe-Werten sehr, sehr der Gladius. Sie kann zwar nicht viel ab, aber ich habe schon wahnsinnig gute Unterzahlkämpfe gehabt, sowas mit der Mustang Alpha. Und das ist für mich, das ist mein Lieblingsschiff fürs Kämpfen. Wie gesagt, Battle Royale funktioniert jetzt leider nicht mehr. Jetzt bin ich wieder gezwungen, die Gladius dafür zu nehmen. Aber ich bin auch im Verse sehr, sehr viel mit der Mustang unterwegs und mache dort mein PvP mit. Also das ist mein Schiff, ja. Mustang ist wirklich gut. Ja, Mustang Alpha, also nicht die Delta, die hat zu schlechte Strafe-Werte. Obwohl sie bessere Bewaffnung hat. Sie ist nicht so manövrierfähig, aber die Mustang Alpha ist ein Top-Schiff zum PvP machen. Mhm. Ich muss die Aurora auch hervorheben, die ist auch nicht schlecht. Also ich sag mal so, Itetsu und ich würden da eine Menge Kämpfe mitgewinnen mit der Aurora, auch gegen Top-Piloten in der Arrow oder Gladius. Ja, sogar gegen mich wahrscheinlich. Bitte? Sogar gegen mich wahrscheinlich. Ja. Könnte knapp werden. Die Arrow hat eine ganz kleine Cross-Section und hat zwei Size-1-Schilde und sie hat sehr, sehr gute Thruster und hat mit, wenn man die LN sogar nimmt, die Aurora LN, hat man sogar viermal Size-2. Also die macht dann sogar mehr Schaden als eine Gladius. Also das Ding ist schon, also wie gesagt, nein, nicht definitiv nicht Pay-to-Win. Also mit diesen beiden Schiffen, Aurora L, also jede jegliche Aurora und auch die Mustang Alpha sind, ich würde sie unter den Top 10 PvP-Fightern mit einordnen. Ja, zumal du kannst ja eigentlich alle PvP-Schiffe, die gut sind, auch im Spiel kaufen. Also die muss sich niemand für Echtgeld holen. Richtig. Ja, die Gladius kosten 1 Million. Ja. Let's go. Wenn man es so sieht, ne, also auch an die Neulinge, die jetzt ins Spiel reinkommen, ne, wir haben im Arena Commander die Möglichkeit, im Pirates Form, Vanduul's Form, REC-Punkte zu sammeln. Ja, und damit kann man sich eine Gladius mieten, wenn man das unbedingt möchte, wenn man sagt, dass damit ist man besser. Das ist überhaupt kein Thema. Also es ist alles erreichbar. Das ist genauso das, was wir auch bei uns im Training weitergeben. Wenn er halt nur eine Cutter hat, dann soll er halt mit einer Cutter kommen. Ja. Wir hatten die Ampex zu Besuch. Die waren Gasttrainer bei uns. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Und da hatten wir einen aus unserer Community, der hatte nur eine Cutter dabei. Und der war voll am Verzweifeln. Sagt, ja, habt alle eine Gladius und ich habe nur die Cutter. Dann ist der eine Trainer von den Ampex in die Cutter gestiegen und hat gegen seine Gladius gekämpft. Und der hatte keine Chance. Mhm. Ja, also es ist halt, diese Skill-Ebene. Ja. Wir haben ja von Knebel gelernt, Star Citizen ist 90% PvE. Ja, ist es ja auch. Also fast jeglicher Content ist PvE, selbstverständlich. Ja, ist ja auch so. Genau, das macht die Spielerbase, macht das ja aus. Und das, was wir auch in Quest haben, wir haben das Trading, wir haben das Mining. Solange ein Spieler nicht einen Stein darstellt oder so, oder halt die Ware, ist das kein PvP. Und deshalb natürlich, klar, wir haben hauptsächlich, was wir im Verse erleben, ist PvE, das ist ganz klar. Das wird auch so bleiben, weil du verkaufst auch kein MMO mit PvP. PvP wird halt überall eine Rolle spielen, aber selbst Piraterie, sind wir ehrlich, wenn dann die NPCs ins Spiel reinkommen, wir reden nachher gleich nochmal in dem zweiten Part dann über solche Sachen, aber dann wirst du auch als Pirat vornehmlich PvE machen, also eben auch entsprechend Frachter von NPCs überfallen zum Beispiel oder Miner. Das ist völlig normal. Das heißt ja nicht, dass es kein PvP gibt, ne? Aber ist es was Besonderes auf jeden Fall. Ja. Das ist aber definitiv kein Counter-Strike oder kein Overwatch, sondern ist es halt ein MMO. Ne? Ja. So, nach Stealth-Gameplay wurde noch mal was gefragt. Können wir dazu überhaupt irgendwas sagen? Was ist denn gerade möglich? Das wisst ihr doch besser wie ich. Nicht wirklich, ne? Du kannst Schiffe nehmen, die sind kaum zu sehen, weil sie sehr eine kleine Signatur haben. Aber abgesehen davon ist Stealth-Gameplay nicht wirklich implementiert. Ja, das würde ich auch sagen. Also wir hatten es noch vor der 3. Wo das mit den Capacitor-Modes reingekommen ist, mit der 3.14, 3.15. Da hat es aufgehört. In dem Moment wurde irgendwie alles resettet. Da konnten wir sehr viel Stealth-Gameplay machen. Da konnte man die Komponenten dementsprechend bauen. Man konnte sich machen, die Sprawler hat jetzt zum Beispiel Stealth-Geschichten.
Man konnte den Dropship quasi sich so bauen, dass man erst ab 400 Metern auf Radar überhaupt sichtbar war. Das war geil. Aber das war, die Tellen war dafür präsentiert, die Saber hatte diese Geschichten, dann hatten wir die, ne? Man konnte da echt super Sachen machen. Das ist alles halt jetzt weg und besonders macht auch vieles, läuft momentan über die Cross-Section und macht auch wenig Sinn. Sehen wir die große Cross-Section, können wir den Gegner nicht aufschalten, dreht er sich mit seiner Nase zu uns und ist eigentlich fast gar nicht zu sehen, rein theoretisch von der Cross-Section, pinkt er mit einmal auf 16 Kilometer auf. Also momentan ist das Stealth-Gameplay nicht vorhanden. Ja. Leider nicht möglich. Das wäre so genial, wenn wir die Eclipse schön ausbauen können, so wie wir das wollen. Das kommt aber wieder. Danke, Hero Wolf. Das kommt auf jeden Fall wieder. Ich denke, das sind alles Dinge, die sie erstmal auf die lange Bank geschoben haben, weil sie halt an grundsätzlich ihren Systemen verarbeiten. Und ich bin mir relativ sicher, wir haben ja jetzt auch schon wieder gesehen, man kann das Höhlen scannen zum Beispiel mit 321, was vorher nicht ging. Also es scheint sich da auch was zu tun in dem ganzen, ja, Scanning-Bereich, sag ich mal. Schade, dass man FPS-Scanning nicht mehr machen kann, also mit dem Schiff Spieler scannen kann mit den Umrissen. Das ging am Anfang, ja, mit 319. Das war aber, glaube ich, ein Bug und das war auch ein bisschen overpowered. Es ist ja auch in den Einstellungen drin, deswegen hatte ich mich so gefreut darüber, ja, ne, dass du dann Spieler bei Jumpdown im Boden dann sehen kannst mit den Umrissen. Das wäre so genial gewesen. Ja, ja. So, weil vielleicht nochmal was zur F8 Lightning von euch beiden. Weil da immer noch diskutiert wird, ob die jetzt overpowered ist oder nicht. Ich habe ja schon gesagt, die ist nicht overpowered, aber was sagt denn ihr dazu? Boah, ja, also wir hatten eine Diskussion im Chat gehabt bei Dolus dazu. Ich war der Meinung, dass sie aufgrund ihrer höheren Geschwindigkeit als die meisten Raumschiffe und ihrer Bewaffnung relativ einfach einen Frontalkampf forcieren kann, also im Prinzip ein DPS-Race, und dadurch Lightfighter dominiert. Itetsu ist der Meinung, das ist nicht so. Ich habe mich davon überzeugen lassen, dass das nicht so ist, aber jetzt nach ein paar Tests bin ich wieder von dem Entgegengesetzten überzeugt und glaube, dass die F8 eine Arrow, zumindest der Gladius, momentan einfach wegmacht, wenn sie richtig fliegt. Also ja, ich glaube, sie ist ein bisschen OP. Also was momentan sehr, sehr schlimm ist, aber wie gesagt, wir werden in der Nerf-Mahme bekommen, die F8 schien so, als wenn sie zu schnell rausgehauen wurde mit einmal, weil sie, ihr Flieg, was zum Beispiel komplett fehlt, ist ihr Atmo-Modell. Also sie hat kein Atmosphäre-Modell, was jedes Schiff in den letzten Patches und in den letzten paar Patches bekommen hat, dass wir bestimmte Strömungsabrisse bekommen. Du kannst nicht rückwärts fliegen, die Maschine ist am Schwanken, und das können, außer die Tellen, glaube ich, hat jeder Fighter oder jedes Schiff hat bestimmte Schwierigkeiten und lässt sich dementsprechend manövrieren innerhalb der Atmo. Und die F8 ist der einzige Fighter, der auf jeder, immer jeder hat jetzt nicht die dicke Atmosphäre, aber dann nur als Beispiel, das habe ich bloß gestern mal mitbekommen, die kann aber eben mal im Tiefflug mit 1200 Sachen lang fliegen. Ich glaube, eine Gladys schafft da gleich gerade mal 700. Ja. Das heißt, sie ist wird kaum abgebremst. Sie hat keinen Stall, also Stall, keinen Strömungsabriss. Sie wackelt nicht in keinster Weise. Sie kann einfach ungehindert in der Atmo, wo alle anderen ausgebremst sind und sich kaum bewegen können, kann sie einfach mit ihren fast 4000, wenn man sie anders baut, 4000 DPS, ansonsten hat sie, glaube ich, 3600 DPS. Im Vergleich, eine Gladys hat zum Beispiel 1500. Kann sie einfach auf jemanden draufholzen und nach 2 Sekunden ist derjenige halt fritten. Da ist sie momentan overpowered, das steht für mich fest. Also eine Atmo hat keiner eine Chance. Auch in 321 auf dem PTU? Das kann ich noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht, was da jetzt für ein Nerf kommt, was da jetzt passiert ist. Das kann ich noch nicht sagen. Weil ich hatte nämlich den Eindruck, auf dem PTU fliegt sie sich gerade in der Atmosphäre eine ganze Ecke anders als auf dem Live. Oh, okay, dann haben sie das schon, bauen aber sie das gerade. Ich kann es halt nicht genau bestätigen, weil ich habe es jetzt nicht intensiv getestet. Aber mir kam das auf jeden Fall anders vor. Und im Verse, also das, was jetzt auch, was ich mit Zedox, was gerade auch angesprochen hat, sie kann sehr, sehr einfach diesen Nose-to-Nose halten und da hat sie natürlich ein mega DPS, ne? Klar, fast das Dreifache, was hier halt, was andere Schiffe halt können. Da hat ein Lightfighter fast das Nachsehen, aber ein Lightfighter kann gut in die Seite rein und sie hat einen sehr, sehr schlichten Pitch und ja, somit kann man ihr gut
die Schilde irgendwann mal weghauen, aber der F8 ist es zu einfach, aufgrund ihres Topspeeds, diesen Kampf irgendwann zu quitten. Sie sagt, okay, ich habe nur noch 20% Schilde, Vollgas in in eine Richtung, ich bin jetzt bei 1300, viel Spaß, drehe mich wieder um, habe wieder volle Schilde, ich gehe ihn wieder auf den Nerven. Das heißt, man muss als Lightfighter-Pilot super konzentriert sein, muss wissen, was man tut. Ja, ich gebe Zedox soweit doch recht. Sie ist momentan auch im Verse, im 1 gegen 1 im Lightfighter mehr als überlegen. Wenn man weiß, wie und die F8 sich darauf einlässt, nicht den Kampf schnell genug zu quitten, dann schafft man es, sie zu besiegen. Also. Aber fairerweise muss man vielleicht dazu sagen, die F8 kostet ja auch das Dreifache wie ein Lightfighter. Ne? Also Echtgeld oder auch Ingame-Geld irgendwann mal wahrscheinlich. Und die Frage ist ja, soll die F8 nicht sogar gegen Lightfighter oder mittlere Jäger bestehen können? Ich denke gegen mittlere Jäger. Ich finde immer Lightfighter noch irgendwie Lightfighter. Also es muss immer irgendwie so ein Schere-Stein-Papier-Geschichte da sein, dass immer irgendwas so seine Nemesis hat. Mhm. Wofür die F8 jetzt wirklich ist. Ich glaube, ist sie eigentlich so lore-technisch der Gegenpart so bei den Vendrels eigentlich so zu der Skite und zu der Glaive. Ich glaube so irgendwie nehmen. Viel DPS, also viel Schaden. Genau, aber eigentlich finde ich, das sollte sie fertig machen, quasi diese Heavy-Fighter. Das, was halt Gefahr ist, dass sie halt große Schiffe gefährlich ist. Das soll sie halt quasi fertig machen. Ihr Part sollte aber trotzdem, glaube ich, sein, dass sie halt gegen Lightfighter nicht so gut dasteht. Es deckt sich so ein bisschen mit dem, was Yogi mal gesagt hat, wie er die Rollen sieht der einzelnen Schiffsklassen. Er sagte mal, also das extreme Beispiel, dass Heavy Fighter im 1 gegen 1 gegen Lightfighter in der Regel unterlegen sein sollten. Ich rede jetzt von Heavy Fighter ohne Turret, ne? Weil sind ja dann genau, das sind ja die Konter gegen Lightfighter. Sobald sie aber nicht in der Überzahl, sondern in einer X gegen X Situation, also ich sag mal 5 Heavy Fighter gegen 5 Lightfighter sind, gewinnen die Lightfighter ganz klar, die Heavy Fighter ganz klar, einfach da die viel leichter Schaden an die anderen Schiffe anbringen können. Das seht ihr jetzt auch aktuell im Master Modes, das ist ja das Tuning, was CIG vorsieht. Es ist total einfach als dritte Person in einem Kampf Schaden an einen der Gegner zu applizieren. Das stimmt, ja. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt da eure 8 Waffen auf der F8 und kommt mal eben an der Gladius ran, dann macht ihr einen Pass und die Gladius ist puff, ne? Und das ist halt in einem 5 gegen 5 viel öfter die Situation als in einem 1 gegen 1. Von daher glaube ich, dass die F8 auch später im Teamfight vor allem glänzen wird. Und Lightfighter im 1 gegen 1. Und das ist eine seltene Situation im Verse. 1 gegen 1. Ja. Ja, vor allem Lightfighter haben ja theoretisch, also auf dem Papier zumindest, schon jede Menge andere Feinde. Also quasi alles, was ein Geschützturm hat, wenn man mal ehrlich ist. Eine Hammerhead, also auch größere Schiffe. Das sind ja alles schon Counter gegen leichte Jäger. Hurricane, Scorpius, die sollten ja eigentlich die leichten Jäger platt machen können. Und wenn die F8 noch hinzukommt, ist halt die Frage. Ich weiß nicht, wie ich es sehen soll. Ich sehe es halt immer auch ein bisschen von der Preissicht her. Denn der Preis ist ja auch Teil des Balancings. Natürlich wird ein Lightfighter, der doppelt so viel kostet wie ein anderer Lightfighter, muss auch stärker sein. Anders macht es ja keinen Sinn, ne? Aber ja, gewissermaßen, schon, also, ne? Aber die Rollen müssen schon richtig verteilt sein. Ne? So, eben so Steinschere-Papier-Prinzip. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie für den gleichen Preis wie die F8 die Vanduul Stinger reinbringen. Also. Ja, let's go. Her damit. Das wäre mal was. Oldberg und Jojo und Ten One, Dankeschön für die Abos. Dankeschön, Dankeschön. So, dann haben wir, glaube ich, alles Wichtige, oder? Ich denke, ja. Ich bin sehr, sehr befriedigt, was meinen Geist angeht. für alle anderen Sachen können wir nicht sorgen. Genau. Das mache ich dann mit dem Jürgen. Das ist sehr gut. Wir gehen essen oder so. Nee, dann danke ich euch, dass ihr da wart. Und ja, würde sagen, dann schauen wir uns mal an, was sie bei der CitizenCon uns dann wieder präsentieren und hoffen darauf, dass das dann nicht 1000 Jahre dauert, bis es kommt. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Trotzdem noch einmal so, dass alle die Interesse am PvP, wir machen das jetzt, sagt Vincent, bietet das eher an. Und ab und zu komme ich immer als Gasttrainer noch immer auf dem Knebel-Discord ja immer noch dazu. Also wer Dogfight oder so lernen möchte, ran. Ne? Genau, kommt einfach in die Orga rein, Ausrufezeichen Orga in den Chat, dann habt ihr einen Link.
schreibt ihr euch ein und dann meldet euch einfach beim PvP-Training an. Ist gar kein Problem, kostet nichts, außer ein bisschen Zeit. Und ihr müsst halt Bock mitbringen. Ihr müsst Bock drauf haben, ein bisschen was zu lernen. Das ist wichtig. Genau. Ich bin auch nochmal ganz groß, wenn ich die Chance habe, im Stream bei Ampex und bei Dolus bedanken, dass die heute dabei waren, unterstützt haben. Fand ich genial. Wir sind eh befreundete Orgas, mit Dolus natürlich mit Abstand, weil es sind Piraten. Ja. Aber wenigstens so Piraten, wie Knebel das auch immer sagt, wie die sein sollten, Kommunikation aufbauen, ne, und erstmal verhandeln und dann erst töten. Ja, ordentliche Piraten. Das ist immer wichtig. Also wenn Leute einfach so random jemanden wegballern und einfach nur töten wollen, dann sind das für mich keine Piraten in dem Sinne. Sondern irgendwie ein bisschen was dahinter steckt, ein bisschen Gameplay. Das wäre bei uns ein Orga-Ausschluss. Also zum Beispiel bei uns ist das zum Beispiel so, das ist ein Kodex und sowas. Bei uns ist immer Kommunikation alleroberster Punkt. Also immer versuchen, dass das halt nicht zu diesem Punkt halt kommt. Ja. Und das ist das halt, was dann Spaß macht, weil man ganz anders mit den Spielern, mit den anderen interagiert und man bekommt dann teilweise, obwohl die eigentlich eher PvE sagen, so, lass mich in Ruhe, ich möchte eigentlich alleine spielen. Und oft kriegt man dann dieses Feedback einfach, das ist das, was ich noch nie erlebt habe in Star Citizen. Und und mit einmal, ja, wollen sie es selbst ausprobieren oder haben Fragen oder man joint nachher den Discord und mit einmal kommt man nachher ins Gespräch, weil man denjenigen halt fair behandelt, weil man halt den als Menschen betrachtet da und nicht an irgendwelchen Pixel auf dem Bildschirm, den ich mal eben wegkachel. Ne, man muss halt immer daran bedenken, dass dahinter jemand auch sitzt, der irgendwie nach dem Feierabend einfach nochmal in Ruhe zocken möchte und deshalb Respekt ist halt immer das, was im oberste Gebot. Ne? Finde ich sehr gut, ja. Da möchte ich mich auch bedanken, also nicht nur für die Teilnahme heute, sondern auch, dass ihr wirklich so tolle Partner seid, was das Training angeht. Ganz, ganz großes Herz raus an Ampex auch, dass ihr auch dabei wart bei den manchen Trainings als Gasttrainer. Gerne. Ich liebe PvP, aber ich habe noch nicht mal ansatzweise die Erfahrung, die ihr habt. Und dennoch immer wieder was dazu, das finde ich genial. Ja. Und ich freue mich, dass wir so eine geile Community aufbauen können. Ja, dass wir die Chance dazu haben, dass wir so eine riesen Star Citizen Community sind, die einfach zusammenhalten, die ein Spiel spielen wollen, die Fairplay wollen und einfach nur Spaß dran haben. Das ist einfach genial. Sehe ich ganz genauso. Also von mir nochmal herzliches Dank für die Einladung, dass ich hier mitsprechen durfte. Ich kann auch nur nochmal das wiederholen, was die Tetsu gesagt hat und auch vielleicht nochmal auf eine Frage eingehen, die vorhin im Chat aufgetaucht ist. Lohnt es sich noch zu trainieren, wenn Mastermods kommt? Ja, es lohnt sich. Es lässt sich gut übertragen, die Skills. Und wenn ihr Lust habt, was zu lernen, dann gibt es Angebote von Dolos, von Vincents Team und auch von Ampex zu trainieren, zu lernen. Einfach auf die diversen Discords reinschneien, Orgas beitreten und was ihr alles tun könnt. Also danke nochmal. Bleibt dabei. Training lohnt sich immer. Ist wie beim Sport. Ja, richtig. Richtig. Okay, dann würde ich sagen, danke und auf bald. Ja, vielen Mega. Dank. Danke. Schönen danke, Abend bis dann. Tschüss. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.